Abend. Sie sehen, wir improvisieren bis in die letzte Minute. Wir sind überrascht und hoch erfreut, dass so viele von Ihnen heute Abend den Weg in die Heinrich-Böll-Stiftung gefunden haben. Heißen Sie sehr herzlich bei uns willkommen zur Lesung und zum Gespräch mit Andrea Böhm, unserer Hauptperson heute Abend, die die Grippe erwischt hat. Und so auch die Moderatorin, dass beide heute Abend hier sind, hat mich viel Zittern gekostet. Und wir sind sehr, sehr froh, dass beide trotz Krankheit und trotz halbwegs Stimmverlust mit viel Hustenbonbons und allem ausgestattet und Taschentüchern hier heute Abend sitzen und Ihnen ein, wie ich finde, sehr wunderbares Buch nahebringen wollen. Wir haben heute Abend einen anderen Titel gewählt, das wird das Gespräch ein bisschen offerieren vielleicht. Warum? Der Titel des Buches, Das Ende der westlichen Weltordnung von Andrea Böhm, um das es heute geht, ist eine Erkundung auf 4 Kontinente. Wir werden die Kontinente besuchen, im Gespräch mit Barbara Walster und auch in den Lesungen. Es gibt nach den Lesungen die Möglichkeit, das Buch draußen zu erwerben und auch signieren zu lassen von der Autorin und dann noch ein kleines Get-Together, bisschen Fortsetzung im Informellen. Andrea, ich freue mich sehr, dass du zu uns mit dem Buch wiedergekommen bist. Wir haben gerade gerechnet, ungefähr 5-6 Jahren ihr Buch zum Kongo, Gott und die Krokodile, hier im selben Raum auch vorgestellt. Ich freue mich sehr, dass du unsere Einladung angenommen hast, heute Abend hier dein neues Buch vorzustellen. Und ich freue mich ganz besonders und leite damit über, dass zu Barbara Walster, Ihnen sehr bekannt, denke ich, durch Funk und Veranstaltungen im Kulturbereich, sehr lange Jahre tätig. Und sie hat mir erzählt im Vorfeld, wow, das mache ich so gerne, weil ich ganz viele Anknüpfungspunkte finde in dem Buch zu meinen eigenen Gedanken und auch zu meinen eigenen Reisen. Deshalb freue ich mich sehr, Barbara, dich heute Abend moderieren zu sehen und zu hören. Vielen Dank, Kirsten. Ja, ich sage auch nochmal guten Abend allen und vor allem herzlich willkommen, Andrea Böhm. Viele von Ihnen kennen Sie vielleicht noch als Amerika-Korrespondentin der Taz. Da verbrachte sie insgesamt 10 Jahre, nicht nur als Korrespondentin der Taz, sondern dann auch als freie Autorin, unter anderem für Geo und Die Zeit und andere. Und seit 2013 sind sie dann für die Zeit nach Beirut gegangen als Korrespondentin für den Nahen Osten. Und wir haben es eben gehört, sie sind darüber hinaus viel unterwegs, auch in Schwarzafrika, und haben dieses Kongo-Buch geschrieben. Es gibt noch ein anderes, ein Buch über Amerika. Das ist lange her. Und ich glaube, was man im Internet noch finden kann unter Andrea Böhm, nämlich Der kleine Spatz und das Ungeheuer, das ist nicht von Ihnen. Nee. Jetzt also das Ende der westlichen Weltordnung. Und die erste Frage bezieht sich natürlich sofort auf Ihre Ausgangsüberlegungen. Wie merkt man oder woran merkt man, haben Sie gemerkt, wenn einem das alte westliche Koordinatensystem wegrutscht, oder so haben Sie es auf Ihrem Blog beschrieben, oder auch das Buch sei das Ergebnis eines kapitalen Schwindelanfalls. Können Sie das genauer beschreiben? Weiß ich gar nicht, weil manchmal versuche ich mich zurückzuerinnern, wann das alles anfing. Ich denke mal, konkretisiert in meinem Kopf hat sich der Schwindelanfall wahrscheinlich tatsächlich in mehreren Reisen durch Subsahara-Afrika, zum Teil durch den Kongo, wo ich mich sehr häufig aufgehalten habe, aber auch in der in dem Buch auch beschriebenen Somalia-Reise, die ich aber erst in den Jahren danach nochmal neu eingeordnet habe in verschiedene historische Kontexte. Und mir ist bei meinem Besuch in Somalia, das war 2011, 2012, nochmal aufgefallen, dass ich zu der Zeit, als dieses Land wirklich in die westlichen Schlagzeilen geraten war, nämlich Anfang der 90er Jahre, als es diese berühmte humanitäre Intervention gegeben hat, an die Sie sich vielleicht auch noch erinnern, war sogar die Bundeswehr dabei. Damals war ich Korrespondentin in Washington gewesen. Und diese Intervention hat sozusagen relativ kurz nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, der Sowjetunion, des Ostblocks stattgefunden. In einer Art Euphorie, muss man auch sagen. In einer Art Euphorie und war damals eingebettet worden in das neue Dogma der neuen Weltordnung. Der George W. Bush, damals Präsident, also Senior, hatte diesen Ausdruck geprägt. Und das war sozusagen eine erste große Aktion,
um zu erklären, die großen ideologischen Konfrontationen sind zu Ende. Der Westen hat gesiegt, es gibt keine ideologischen Konflikte mehr. Damals hat auch ein Buch mit dem Titel Das Ende der Geschichte groß Furore gemacht, das genau diese These vorangetrieben hat. Von der man nichts mehr hört. Ja, ich glaube, er versucht sich schon immer wieder ins Gespräch zu bringen, jetzt mit einigen Revisionen. Aber Francis Fukuyama heißt der Autor. Und diese Intervention, diese humanitäre Intervention in Somalia sollte tatsächlich ja, eine neue Weltordnung in dem Sinne einleiten, der Westen ist jetzt sozusagen das maßgebliche Modell. Alles wird sich nach den Kriterien von westlicher Demokratie und Marktwirtschaft formen. Und dann gibt es natürlich noch einige Katastrophen und Krisengebiete, denen muss man jetzt mal ein bisschen salopp gesagt noch auf die Füße helfen. Und es war für mich damals auch eine sehr, sehr einschneidende Erfahrung, weil ich das sozusagen auch als Journalistin und Medienkonsumentin erlebt habe. Und das ja auch eine der ersten Interventionen war, die sehr, sehr stark von den Medien mit vorangetrieben wurden. Da gab es einen relativ jungen Fernsehsender noch damals, CNN. Die haben live übertragen vom Elend, das sich da in Somalia abspielte und haben damit auch eine ganz gewaltige, nicht nur amerikanische, sondern auch westliche globale Unterstützung für diese Intervention vorangetrieben, die dann aus verschiedensten Gründen, die dann auch in dem Buch vorkommen, ganz fürchterlich daneben gegangen ist. Und mir ist damals, oder als ich mir sozusagen dann mir Somalia selbst angeguckt habe in Mogadischu, mir nochmal aufgefallen, es ist schon interessant, welche Historie dieser Ort hat, dass das eigentlich der Ort ist, an dem das, was sich bei mir dann in den folgenden Jahren immer stärker eingestellt hat, dieses Gefühl tatsächlich eines Schwindels oder eines nicht mehr erklären Könnens, eines nicht mehr die richtigen Worte finden für das, was ich alles so erlebe, vor allen Dingen nicht mehr mit meinem westlichen Koordinatensystem, dass mir dann der Gedanke gekommen ist, vielleicht war das ja tatsächlich der Ort, an dem diese vermeintliche neue Weltordnung ihren ersten großen, vielleicht entscheidenden Riss bekommen hat. Und das war ein Grund, warum ich Mogadischu in diese etwas seltsam anmutende Reiseroute in diesem Buch aufgenommen habe. Man könnte wahrscheinlich auch ganz anders vorgehen. Das ist natürlich eine Entscheidung. Aber unter anderem liegt dieser Entscheidung natürlich auch was zugrunde, was wir hier hinter uns sehen. Die Vergrößerung einer Karte von 1459. Und wer alte Karten angeschaut hat schon mal oder sich damit beschäftigt hat, wer eine australische Karte anschaut und sieht, wie anders die Welt sich aufteilt von einem australischen Blickwinkel aus, oder wer eine mittelalterliche Karte schon mal in der Hand hatte oder angeschaut hat, wo Jerusalem der Mittelpunkt der Welt ist, der kann sich vorstellen, dass es eine große Faszination hat, mit alten Karten umzugehen. Und Sie haben sie gar als Ausgangspunkt genommen. Sie ist eine venezianische Karte eines Paters, eines Pater Mauro oder Fra Mauro. Warum war dieser venezianische Mönch oder seine Karte etwas, was Ihnen auf die Sprünge geholfen hat, Andrea Böhm? Ich habe im Zuge dieses Schwindelanfalls mich angefangen, mit Kartografie zu beschäftigen. Und bin dabei auf einen Bereich gestoßen, der nennt sich radikale Kartografie. Das sind relativ junge Kartografen, die Diskussion ist jetzt nicht ganz neu. Es gab immer schon Diskussionen darüber, ob Weltkarten, so wie wir sie in der Schule lernen, ob die nun tatsächlich nicht nur geografisch die richtigen Proportionen wiedergeben, sondern inwieweit sie natürlich auch immer die herrschenden Vorstellungen der Kartografierenden umfassen und auch die herrschenden Vorstellungen der Politik, in der sie gezeichnet werden. Und diese jungen radikalen Kartografen haben mit den alten Karten oder den herkömmlichen Karten, so wie wir sie kennen, wie wir sie in der Tagesschau sehen oder eben wie gesagt auch in der Schule, alles Mögliche angestellt. Unter anderem haben sie gesüdet. Gesüdet heißt einfach umdrehen. Süden ist oben, Norden ist unten. Das ist keine revolutionäre Idee, das ist eigentlich eine sehr alte Idee, denn vor allen Dingen die arabischen Kartenzeichner des Mittelalters haben das immer schon so gemacht. Und dann habe ich ein bisschen weiter geguckt und vermutlich durch das verfluchte Googlen bin ich irgendwann auf diese Karte gestoßen, beziehungsweise auf diesen fantastischen Kartografen mit dem Namen Frater Mauro, der ein Mönch war in einem Kloster in Venedig im 15. Jahrhundert. Und das ist eine Weltkarte, Mappa Mundi nannte man die damals, gezeichnet kurz, also ein paar Jahrzehnte vor der vermeintlichen Entdeckung Amerikas. Deswegen waren Sie deshalb auch nicht in Lateinamerika? Bitte? Waren Sie deshalb auch nicht in Lateinamerika bei Ihren Reisen? Ja, das sind verschiedene Gründe. Aber, diese Karte fand ich erstmal absolut faszinierend, weil sie ist wirklich schön.
Ich habe sie mir dann im Original in Venedig angeguckt. Die ist in real 2x2 Meter groß. Sie ist annotiert mit über 1000 nicht nur Ortsangaben, sondern auch Fragen, Erklärungen. Und sie wird von den Historikern und Kartografen, die sich mit dieser Epoche beschäftigen, als eine der schönsten Karten des Spätmittelalters dargestellt. Vor allen Dingen aber als eine Karte, deren Kartograf mit den Dogmen der damaligen Zeit gebrochen hat. Die waren sehr religiös formuliert. Damals musste eigentlich Jerusalem in der Mitte sein und in der Regel war Osten oben, weil im Osten war ja angeblich das Paradies. Und dieser Kartograf hat sich nun auf den Standpunkt gestellt, ich möchte die Erde, die Welt, so wie ich sie kenne, wie ich sie vermute, möglichst empirisch zeichnen. Ich werde nur einzeichnen, was ich aus mehreren mir verlässlich erscheinenden Quellen weiß. Und vor allen Dingen, und das hat mich ganz besonders fasziniert, hat er letztlich gesagt, ich weiß auch, dass die Welt sich ständig ändert, dass nichts Bestand hat, letztlich auch diese Karte nicht. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich, weil ich auch nach neuen Formen des Erzählens oder auch einfach des Denkens gesucht habe, wäre das eigentlich eine super Idee. Ich nehme diese Karte und quasi mit ins Reisegepäck. Und das hat sich dann wirklich fast als, für mich zumindest, weil ich wenig wusste zu diesem Zeitpunkt auch von meinen Reisezielen, als ein wunderbarer Zufall herausgestellt, dass die Orte, die ich ohnehin schon auf der Liste hatte, unter anderem Mogadischu, alle auf dieser Karte verzeichnet sind. Und zwar sehr häufig als ganz fantastische, große, mächtige Städte, was sie im Übrigen in dieser Zeit auch waren. Und daraus entstand natürlich die Idee, mir diese Orte dann auch nochmal unter der Maßgabe anzugucken, dass so ein Ort wie Mogadischu, der für mich als Journalistin in erster Linie nur mit Krise, Krieg, eigentlich ein geschichtsloser Zustand der Anarchie, ein Synonym für diesen geschichtslosen Zustand der Anarchie geworden ist, dass das natürlich Unsinn ist, dass man solche Städte ganz anders beschreiben und in einen globalen Kontext setzen kann, wenn man ihre Geschichte zur Kenntnis nimmt, was ich, naja, natürlich auch mit gewissen westlichen Scheuklappen sehr lange nicht getan habe. Was noch nicht gefallen ist als Wort für Mogadischu oder Somalia, ist Failed State. Mhm. Das war sozusagen eine der großen Überschriften auch. Aber wie fährt man in so eine Stadt, von der man eben so viel Chaos, so viel Katastrophe erfahren hat, auf der Suche nach Geschichte oder nach einer anderen Geschichte? Das sollte ich am besten vorlesen jetzt. Dann setze ich mich rüber, das ist einfacher. Lebenswichtigen Reichweite. So, ist das an? Ja, es ist an. Gut. Das Buch ist so geschrieben, dass ich nicht nur mir die Karte von dem Frater Mauro mitgenommen habe, sondern ich habe ihn sozusagen, mit Toten kann man das ja ganz leicht machen, einfach instrumentalisiert und ihn zu meinem imaginären Reisebegleiter erklärt. Wundern Sie sich also nicht, wenn ich hin und wieder mit ihm rede. Er antwortet nicht, aber ich rede hin und wieder mit ihm. Eine Karte für Somalia. Mauro, meinen ersten Stadtplan von Mogadischu hätten Sie keines Blickes gewürdigt. Ein Blatt Papier, darauf einige Striche. Ein Freund, der ein paar Jahre dort gelebt hat, hatte mit dem Kugelschreiber grob einige Orte skizziert. Den Aden Ade International Airport. Den Strand, an dem einst amerikanische Soldaten gelandet sind. Den Baccarat-Markt, auf dem es alles zu kaufen gibt, wenn nicht gerade geschossen wird. Das Abdi-Haus, in dem es zu einem tödlichen und für die Welt folgenreichen Missverständnis kam. Ich habe einen weiteren Ort hinzugefügt. Den Lido-Club aus dem Roman Maps des somalischen Schriftstellers Nuruddin Farah, der im Mogadischu der 70er Jahre spielt. Es war Freitag, heißt es da an einer Stelle. Das Auto stand auf dem Parkplatz vor dem Lido-Club. Salado war ins Clubhaus hineingegangen, um 3 Portionen Eiscreme zu holen. Nicht, dass Ihnen, lieber Mauro, irgendetwas davon vertraut erschienen wäre. Schon bei dem Wort Mogadischu hätten Sie gestutzt. So heißt heute jene Stadt, der Sie auf Ihrer Mappa Mundi gleich mehrere Namen gaben. Mogadischu, Mogadischur, Magdasui. Es ist meine erste Reise an das Horn von Afrika. Dieses bekritzelte Papier gibt mir das Gefühl, auf unbekanntem Territorium ein paar Orientierungspunkte zu haben. Der Flughafen ist mein Notausgang, der Strand mein historischer Bezugspunkt, der Baccarat-Markt ein Barometer für die Sicherheitslage, das Abdi-Haus ein konkretes Ziel. Und die Zeilen Fadas über den Lido-Club sind gut für meine Nerven. Die Vorstellung beruhigt mich, dass Bewohner dieser Stadt vor nicht allzu langer Zeit friedlich zu einer Eisdiele schlenderten, mit nichts anderem beschäftigt als der Wahl zwischen Vanille und Stracciatella. Weißes Sand,
weißer Sand und blaues Meer. Scheinbar endlos gleitet die Maschine von Juba Airways entlang der Brandungswellen des Indischen Ozeans, bevor sie unweit zerschossener Häuser landet. Auf dem Rollfeld warten meine Gastgeber, ein Deutscher mit Bürstenhaarschnitt namens Volker Rath und ein rundlicher Somali namens Mohammed Ali Diriye mit fusseligem Bart und Hosen, die über den Knöcheln enden. Rath ist Projektleiter von Kap Anamur, einer der wenigen ausländischen Hilfsorganisationen, die zu diesem Zeitpunkt noch in Mogadischu arbeiten. Diriye, den alle nur Mahdi rufen, ist Übersetzer, Vermittler, Türöffner und Frühwarnsystem in allen Normal- und Notlagen. Er verschwindet mit meinem Pass und dem Visumsformular, auf dem Namen, Geburtsdatum und das Fabrikat mitgeführter Schusswaffen einzutragen sind. Rath nutzt die Wartezeit, um auf Sehenswürdigkeiten hinzuweisen. Ein Flugzeugwrack, das eine islamistische Miliz mit dem harmlos klingenden Namen Al-Shabaab, auf Deutsch die Jugend, mit Mörsergranaten durchlöchert hat, sowie zwei gepanzerte Fahrzeuge der Afrikanischen Union, deren Soldaten die Miliz seit Jahren bekämpfen. Sie haben es immerhin geschafft, Al-Shabaab aus Mogadischu zu vertreiben, und die rächt sich seitdem mit Bombenanschlägen im Stadtzentrum. Bewaffneter Begleitschutz ist Pflicht, und so klettern drei Männer mit Kalaschnikow-Gewehren auf die Ladefläche unseres Pickup-Trucks, bevor der Fahrer Gas gibt Richtung Innenstadt. Kaum gelandet, fühle ich mich völlig fehl am Platz und zugleich genau am richtigen Ort. Ich werde mich in Mogadischu weder frei bewegen noch alleine zurechtfinden können. Und doch ist dies ein idealer Ausgangspunkt für mein Unterfangen, die Konturen einer neuen Mappamundi zu erkunden. Am Horn von Afrika hat sich das christliche Abendland und später der Westen seine Weltordnungen ausgemalt. Zuerst in der Gestalt des Priesterkönigs Johannes, der hier vermeintlich die einzige Zivilisation, das Christentum, gegen die vermeintliche Barbarei, den Islam, verteidigt haben soll. Rund 500 Jahre später durch die USA, die hier mit einer neuen globalen Ordnung scheiterten. Nicht, dass sich jetzt noch viele daran erinnerten, für den Rest der Welt ist Somalia ein Land ohne Geschichte geworden, ein Urzustand von Gewalt und Chaos. Er gilt als Negation von allem, was aus westlicher und damit meiner Sicht normal und vertraut scheint. Staatlichkeit, Ordnung, Fortschritt, Modernität. Was ich über das Land gelesen habe, war fast immer mit Synonymen wie Hölle, Inferno, Apokalypse verbunden. Kartografen des Mittelalters haben das Unbekannte Furchteinflößende mit Ungeheuern markiert. Wir Journalisten kennzeichnen das heute gern mit biblischen Metaphern des Untergangs. Dabei hat jeder Ort eine Geschichte. Somalias Vergangenheit ist so reichhaltig wie die Venedigs. Die Reise beginnt in Venedig. Seine Gegenwart ist kein Zustand zeitloser Anarchie, sondern besitzt eine ausgefeilte Ordnung. Sie entspricht nicht unseren westlichen Kategorien, aber sie erzählt womöglich viel von der Zukunft und von der Fähigkeit, in einer fragilen Gegenwart zu leben. Die Jungs sind absolut zuverlässig, sagt Mahdi, nachdem wir das Haus von Kap Anamur erreicht haben, und deutet auf die schlaksigen Bewacher, die von der Ladefläche des Pickup-Trucks herabspringen. Der Kommandant gehört zum selben Subclan wie ich. Vor dem Eisentor befindet sich ein Schlagbaum, auf den Mauern ist Stacheldraht gespannt. Der Wachschutz besteht aus Mahdis Jungens, einem Trupp somalischer Soldaten. Sie verdienen als privater Sicherheitsdienst mehr Geld als in der Armee, die ohnehin nur auf dem Papier existiert. Für die Zeit meines Aufenthalts kann ich mir die Mannschaft zum Freundschaftspreis von $260 pro Tag ausborgen. Vorausgesetzt, die Sicherheitslage lässt es zu, das Gelände zu verlassen. Als Neuling gibt es für mich nur einen Weg, Gefahr zu messen. Beobachten, was die anderen machen. Wenn das Kap Anamur-Team ruhig Kaffee trinkt, trinke ich auch ruhig Kaffee. Wenn Mahdi nach einem Schuss ungerührt weiter telefoniert, tue ich, als sei ich ebenfalls nicht erschrocken. Mahdi zuckt fast nie zusammen bei Gewehrfeuer. Irgendeiner, erklärt er, schieße immer in dieser Stadt. Aus Frust, aus Langeweile, aus Versehen, aus Freude oder um einen Verkehrsstau aufzulösen. 2 Tage nach meiner Ankunft bekomme ich die erste Stadtführung. Mahdis Jungs knien noch rasch für das Mittagsgebet im Garten nieder, wobei sie nicht nur das Gesicht, sondern auch den Lauf ihrer Gewehre gen Mekka richten. Dann fahren wir los. Es ist ein Ausflug in eine Landschaft der Zerstörung, die mich an Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Von Weitem erscheinen die zerschossenen Häuser wie wild gezackte Felsketten. Plastikplanen hängen in den Fensterhöhlen, Wäsche flattert zwischen Trümmern. Die Ruinen sind voller Menschen. Fast jede Moschee ist zerstört, das Minarett eingeknickt.
Von der Kathedrale, Erbe der italienischen Kolonialherren, stehen ein paar Außenmauern, das Dach fehlt, einer der Türme ragt in den Himmel wie ein angenagter Knochen. Auf dem Tarabunke-Gelände, einstmals der Ort für Militärparaden, hängen die Dachträger der Zuschauertribünen wie abgebrochene Zweige über den durchlöcherten Ehrenlogen. Mehr noch als der Anblick der Ruinen verstören mich das Licht und die Farben. Sonne, Salz und Wind haben scharfe Kanten und Risse geschliffen und die zertrümmerten Häuser samt der Reklame an den Ladenfronten zu Pastelltönen gebleicht. Afrikas handgemachte Werbung ist eine Kunst für sich. Wo es keine Schaufenster gibt, wird das Warenangebot groß und bunt an die Fassaden gemalt. Die mannshohe Flasche roten Hustensafts an der Wand einer Apotheke hat gleich mehrere Kugeln in den Bauch abbekommen. An der Ruine eines Lebensmittelgeschäfts ist eine durchsiebte Packung Trockenmilch Marke Nestlé zu erkennen. Von einer Zahnarztpraxis steht noch eine Mauer mit dem Abbild eines riesigen Backenzahns. »Ich kann dir problemlos ein hübsches Grundstück besorgen«, sagt Madi in guter Lage. Madi verdient sein Geld nicht nur als Verbindungsmann für ausländische NGOs, sondern auch als Makler. Ich habe keine Ahnung, was man in Mogadischu unter »gute Lage« versteht. Jedenfalls steigen seit dem Abzug von Al-Shabaab die Grundstückspreise rapide an. Die Stadt ist gleichzeitig ein riesiges Flüchtlingslager und ein riesiger Immobilienmarkt. Wohlhabende Somalis kehren aus dem Exil zurück. Die Baubranche boomt. Solche Aufbruchstimmung hat es immer wieder gegeben, bis sie in einer weiteren Kriegsrunde samt der neu errichteten Häuser wieder zusammenfiel. Wer hier reich werden will, handelt mit Waffen oder Zement. Oder mit beidem. Vor den Trümmern der Zuschauertribünen am Tarabunke-Gelände hat jemand unter freiem Himmel eine Fahrradwerkstatt aufgemacht. Jungen aus dem gegenüberliegenden Flüchtlingslager liefern sich Wettrennen, während ihre Mütter in der sengenden Sonne zwischen Hütten aus Ästen, Plastik und Decken Wasserkanister schleppen und verrußte Kochtöpfe schrubben. Die Männer hocken unter einem Wellblechdach und erzählen ihre Geschichten. Wie ihre letzten Ziegel, Schafe oder Kühe in der Dürre verendet sind, wie sie mit ihren Familien auf der Flucht aus dem Hinterland über Tage oder Wochen marschiert sind und nur Halt gemacht haben, wenn wieder ein Kind zu begraben war. Dass dies ein hartes Land für Viehhirten wie für Bauern ist. Dass sie seit Generationen wissen, wie man Trockenperioden übersteht. Dass aber irgendetwas nicht mehr stimmt mit dieser Welt, mit Gu und Der, so nennen sie die beiden jährlichen Regenzeiten, die immer öfter ausfallen. Ich frage Madi nach dem somalischen Wort für Klimawandel. Er zuckt mit den Schultern. Gibt es noch nicht. Manchmal tauchen lokale Helfer im Camp auf, beginnen eine Impfkampagne oder eröffnen für einige Tage eine Suppenküche. Malaria und Durchfallkrankheiten grassieren, für viele Familien reicht es kaum zu einer Mahlzeit am Tag. Bald ist Eid al-Adha, das Opferfest, an dem die Muslime gehalten sind, ein Tier zu schlachten und Gaben mit den Armen zu teilen. Zum Opferfest, sagt Madi, gibt es Fleisch für alle. Was heißt alle, frage ich. Na, alle Flüchtlinge. Madi ist ein strenggläubiger Muslim und ein Freund großer Ideen. Inmitten von andauernden Kämpfen am Stadtrand, Bombenanschlägen und einer Dürrekatastrophe 1450 Kühe nach Mogadischu schaffen, sie schlachten, das Fleisch in Plastiktüten packen und in den Lagern verteilen, das ist ein Projekt ganz nach seinem Geschmack. Ich halte dieses Vorhaben für irrwitzig. Mich beschleichen leise Zweifel, dass Madi der Richtige ist, um mit mir in Mogadischu nach den Spuren alter und neuer Weltordnungen zu suchen. Danke. Vielen Dank an Herr Böhm. Ihre Beschreibung von Mogadischu passt so 1:1 auf eine Beschreibung von Beirut Ende der 90er Jahre. Das sah ziemlich ähnlich da aus. Und wenn man sowas zum ersten Mal sieht, das war für Sie wahrscheinlich nicht das erste Mal in Mogadischu, ist man auf große Weise wirklich entsetzt. Und trotzdem haben Sie da drin ja irgendwie versucht, Ihre Wege zu finden und Ihre eigenen Breschen zu verfolgen. Ich habe die Frage zu dem Geschäftssinn, den Madi da entwickelt hat. Also Flüchtlingslager und riesiger Immobilienmarkt in einem. Sind das nicht sowieso die Ergebnisse von Kriegen? Also Neuaufteilung, neue Gewinnchancen für andere Leute? Das Mikro funktioniert nicht. Nee, ist jetzt gerade alles aus? Das geht. Das meins geht. Ja.
Aber ich glaube, man kann es auch verstehen bis dahin. Oder? Das ist nur, weil die das im Livestream, glaube ich, auch drüben übertragen. Genau, im Livestream aber müssen sie es hören. Das ist ein bisschen kompliziert. Also, ja, kann man. Oder geht's gerade hier? Nee, es geht nicht. Nein. Dann machen wir es so. Wir reichen hin und her. Ja? Wird gerade gelöst. Okay. Okay, gut. Also, diese Neuaufteilung von Ländereien, von Immobilien, dieser große Markt, der entsteht, ist das nicht eigentlich ein ganz typisches Ergebnis der heutigen Kriege? Das, und vielleicht auch ein gewolltes Ergebnis, also Wiederaufbau von Beirut war genauso, es gab plötzlich neue Besitzer der Innenstadt in gewisser Weise, dann die irakischen Verdienstquellen für große amerikanische Unternehmen. Das ist doch sozusagen eine nicht ausbleibbare Verknüpfung. Also es gibt eine historische Parallele zu dem, was ich an Mahdi so entdecke, nämlich dass in der Blütezeit der Stadt Mogadischus, also auch 14. bis 15. Jahrhundert, diese Art von Dienstleistung für Reisende, damals war das eine ganz, ganz wichtige Handelsstadt an der ostafrikanischen Küste, dass das auch immer also dieses sich den Reisenden andienen, sie auch in Verträge locken, die sie womöglich gar nicht wollen und dann für alles zuständig sein, Sicherheit, Unterkunft etc., das hat eine lange Tradition. Aber das, was Sie gerade bemerkt haben, das ist natürlich richtig, das ist allerdings ein Phänomen von Postkonflikt, von Nachkriegsstädten und Nachkriegsländern, in denen der Staat nicht funktioniert. Dann haben Sie, ob das jetzt Mogadischu oder Beirut dann ja mehr so Ende der 90er bzw. Anfang der 90er war, genauso allerdings auch Bagdad, eine Form von, ja, eine ganz andere sozusagen Geografie, urbane Kartografie, die sich vor allen Dingen auf den ersten Blick gar nicht so richtig erschließt. Das hat dann sehr viel damit zu tun, natürlich mit Wirtschaftsmacht, die sehr häufig in den Händen von bestimmten Familien ist. So war es in Beirut, so ist es auch in Mogadischu. In Mogadischu ist es sowohl vor der Intervention als auch in den ganzen Epochen danach. Das ist eine Stadt, die ist aufgeteilt in Clan-Gebiete, dann wieder in Sub-Clan-Gebiete. Das muss man alles wissen, um sich da zurechtfinden zu können. Damit ist auch vorgegeben, wer kann wo investieren, wer kann wo was kaufen. Ähnliches finden Sie auch in Beirut. In Beirut hat es dazu geführt, dass nach dem Bürgerkrieg in der Tat, da es sozusagen keine ordnende staatliche Hand gab und auch keinen politischen Willen, die Multikonfessionalität der Stadt wieder aufleben zu lassen, ist zwar eine sehr viel schickere und sehr viel teurere Innenstadt entstanden, aber auch eine sehr, sehr segregierte, sowohl sozial wie konfessionell. Ob das in Mogadischu so ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen. Ich würde es mal annehmen. Auch dort bildet die Kaste der Geschäftsleute und es ist nach wie vor eine Handelsstadt. Egal wie viel Krieg herrscht, es wird Handel getrieben. Es ist überhaupt, egal wie schlimm der Krieg ist, Handel, irgendeine Art von Handel läuft immer. Das gilt auch für Mogadischu. Die sind in der Tat die tragenden Säulen fast aller Transformationen, fast aller Dynamiken, die sich in dieser Stadt abspielen. Während wir, da bin ich wieder bei dem westlich geprägten Blick, auch von Seiten der internationalen Staatengemeinschaft, immer nur auf die politischen Akteure gucken und die also zu irgendwelchen Friedenskonferenzen und Regierungskonferenzen und State-Building-Konferenzen einladen, tatsächlich aber vor Ort eine ganz andere Dynamik vonstatten geht, die wir mit den Kategorien und auch mit den enormen Geldern, die wir da reinpumpen, überhaupt nicht zu fassen bekommen. Sie erwähnen Maps, den Roman von Nuruddin Farah. Ich glaube, das ist ein Buch, was für mich eine unglaublich eindrückliche Leseerfahrung war. Und er beschreibt ja dieser Bruch von Loyalitäten und dieses Anwachsen, dieses subkutane Anwachsen von Verdacht und von Verdachtsmomenten anderen gegenüber, also anderen Clan-Angehörigen gegenüber. Und trotzdem ist es mir so gegangen, dass ich bis zum Ende nie verstanden habe, was sind Clans und Subclans? Wie imaginär oder wie real sind diese Aufteilungen, diese patrilinearen Aufteilungen tatsächlich? Oder werden sie dann wichtig, wie Sie gerade gesagt haben, in dem Moment, wo es keinen Staat gibt? Und dann ja, sie werden wichtig in dem Moment, wo es keinen Staat gibt. Sie werden vor allen Dingen wichtig, also solche Kategorien werden immer wichtig in dem Moment, wo Ressourcen knapp werden. Und wenn Sie keine übergeordnete Institution haben, die sagt, alle, die hier leben, das ist ganz simpel ausgedrückt, sind Teil dieses Gemeinwesens und haben Anrecht auf diese Ressourcen, sondern wenn diese Institution zusammenbricht oder nie da war,
Wer ist dann derjenige, der Ihnen als erster oder als einziger im Zweifelsfalle Schutz, was zu essen, was zu trinken und womöglich einen Job garantiert? Das ist Ihre Familie, Großfamilie, das ist Ihr Clan. Und genau das ist die Erfahrung, die Somalia in seiner Geschichte gemacht hat. Man hat ja ursprünglich gedacht, unmittelbar ja, so in den 50er, 60er Jahren, in den Phasen, als die Subsahara-Staaten langsam unabhängig wurden, galt Somalia, wissen heute auch die allerwenigsten, ja sehr lange, nicht sehr lange, einige Jahre, als das Erfolgsmodell. Relativ friedlich, arm, aber nicht zu arm. Es hieß, eigentlich ideal für die Voraussetzungen eines Staatsaufbaus, weil nur eine Sprache, nur eine Ethnie. Und man hat komplett übersehen, dass es schlicht und ergreifend natürlich Gräben bzw. Trennlinien in dieser Gesellschaft gibt. Und die ist durch die Clans gegeben. Und in dem Moment, das hat dann kommt das klassische Spiel, diese jungen afrikanischen Staaten, nicht nur die afrikanischen, auch die asiatischen, geraten in dieses Wechselspiel des Kalten Krieges. Mal werden sie sozusagen, spielen sie sich oder spielen selber auf Seiten der Sowjetunion, mal auf Seiten der USA. Es sind natürlich in aller Regel autoritäre Regime, die von der einen und der anderen Supermacht groß und hochgerüstet werden. Und dann auch eine leidige Geschichte, die gar nicht spezifisch somalisch ist, mit dem Ende der großen Konfrontation der Blöcke, hat man diese Staaten letztlich fallen gelassen wie heiße Kartoffeln. Und hat die damit natürlich einer Dynamik interner Machtkämpfe ausgesetzt, auf die sie überhaupt nicht vorbereitet haben. Und für Somalia bedeutete das wirklich die Schussfahrt in den Bürgerkrieg. Das finden Sie aber auch in anderen Ländern. Das finden Sie im Kongo, in verschiedenen asiatischen Ländern ebenso. Wenn Sie sagen, Somalia war eine kurze Zeit lang sowas wie ein Hoffnungsträger, dass es da gut gehen könnte, so gibt es ja sozusagen bei einem Abstecher ihrer somalischen Reise einen anderen Hoffnungsträger, nämlich Somaliland, von kaum einem Staat im Westen anerkannt und relativ stabil. Ist das der Beweis, dass es auch anders und besser gehen kann? Oder ist das der Beweis dafür, dass in dem Moment, wo es keine Eingriffe von außen, vom Westen gibt, eine größere Chance für die Entwicklung eines eigenen, wie will man es nennen, Staatswesens ist? Ja, also für mich ist im Moment keine andere Schlussfolgerung möglich. Das war für mich wirklich eine der erstaunlichsten Reisen, die ich jemals gemacht habe. Also erstens so anfänglich immer dieses leise Gefühl der Beschämung. Kann gar nicht sein, dass man das überhaupt nicht mitgekriegt hat. Da gibt es also dieses bürgerkriegszerfressene Somalia und alle reden von Mogadischu und von Al-Shabaab. Und dann ist da im Norden, ja, das macht ungefähr ein Viertel, vielleicht sogar mindestens ein Viertel des Territoriums aus. Also ein Gebiet, das sich nach Ende des somalischen Bürgerkrieges für unabhängig erklärt hat. Das interessiert zwar im Ausland niemanden, aber sie haben es geschafft, sich dort weitgehend abzuschotten und sind aus irgendeinem Grund gewissermaßen in den toten Winkel der Weltaufmerksamkeit geraten. Es hat sich eigentlich keiner um dieses Somaliland gekümmert. Das war genauso zerstört wie der Rest des Landes. Es hat den großen Vorteil, dass die Clan-Strukturen relativ übersichtlich sind, auch wenn es da innere Kämpfe gegeben hat. Es gab aber null äußere Einmischung. Es gab keine Intervention, es gab kein Geld. Das ist ganz wichtig. Es gab erstmal eigentlich nichts, worum man sich hätte streiten oder bekämpfen können. Das heißt, es gab auch keine Kriegsgewinner. Es gab keine Kriegsgewinner, ganz genau. Und es gab eine ausgemachte, das ist natürlich ganz wichtig für die eigene Identität, eine ausgemachte Ablehnung des Rest Somalias. Die haben eine andere, Somaliland hat ein anderes koloniales Erbe. Das war ursprünglich britische Kolonie. Die reden immer sehr verächtlich von dem anderen Somalia. Das ist für sie La Somalia Italiana, so dieses völlig Verrottete, haben die Italiener versaut. Das ist auch ein bisschen einfach. Aber der Umstand, dass es nicht möglich war, eine Fraktion zu Kriegsgewinnern zu machen, indem da Milliarden oder Millionen reingepumpt wurden, um dieses oder jenes wieder aufzubauen oder diese oder jene Miliz zur Ordnungsmacht zu machen, hat dazu geführt, dass die sich auf zwei sehr interessante Phänomene besonnen haben. Sie haben zum einen ihre Clan-Struktur erstmal erhalten und die besteht unter anderem darin, dass Clans sich natürlich nicht nur bekämpfen, das tun sie eigentlich eher selten in der Geschichte, sondern dass sie ein sehr ausgefeiltes System, patriarchales System von Ältesten haben, die Wochen mit nichts anderem verbringen können, als Konflikte zu schlichten. Also dieses berühmte Palaver ist in Somalia, da können sie Tage sitzen und es wird diskutiert und es wird diskutiert und es wird im Konsens beschlossen, was zu machen ist. Und mithilfe dieser Strukturen haben sie sozusagen ihre inneren Streitereien nach dieser Unabhängigkeit, die nun keine offizielle ist, halbwegs beilegen können und haben dann eigentlich
sich quasi von Westen, naja, die ein paar, wie soll man sagen, Rezepte der Demokratie geholt. Sie haben ein Parlament, es gibt Wahlen, es gibt eine zweite Kammer, die aus diesen Ältesten besteht. Das geht jetzt alles schon, naja, gut, auch gut, 20 Jahre, ist, naja, so stabil, wie dann irgendwas sein kann, wenn man sie jetzt fragt, wie überleben sie überhaupt. Es ist ihnen gelungen, ein bisschen Industrie aufzubauen, ein bisschen Handel zu treiben. Es ist ihnen vor allen Dingen, und das fand ich so faszinierend, für mich, ich bin da rumgelaufen, es war für mich einfach so ein Erlebnis, durch eine somalische Großstadt gehen zu können, ohne dass man irgendjemanden brauchte, der einen beschützte. Und die Männer trugen eben nicht Kalaschnikow, sondern mindestens 3 Handys und haben ständig irgendwas gedealt oder verhandelt oder importiert oder exportiert. Sie leben vom Viehhandel ganz traditionell und sie leben von ihrer Diaspora. Und da habe ich mir gedacht, das könnte so in dem Buch dann auch formuliert, vielleicht ist das tatsächlich so eine Zukunftsvision. Das sind Staaten, die extrem fluide sind, die überhaupt nicht unserer Vorstellung, auch nicht unseren Kriterien von Staaten entsprechen. Die Bevölkerung ist relativ homogen, hat aber auch eine riesige Diaspora, die quasi die Lifeline ist, nach außen, um ökonomisch zu überleben. Und sie basteln sich quasi in der Art, wie sie sich regieren, eine Mischform zusammen. Bislang hält es. Es gibt auch jetzt, kann Probleme geben. Es gibt jetzt andere, die intervenieren. Das sind nicht mehr die großen westlichen Mächte. Jetzt sind es arabische Mächte wie Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate, die da versuchen, ordentlich mitzumischen. Player, die wir gar nicht so richtig auf dem Radarschirm haben. Die aber gerade gefährlich werden in der Region, wie wir sehen, also jedenfalls sehen können. Was glauben Sie, warum Somaliland nicht anerkannt wird vom Westen? Was steht dahinter? Weil der Westen tatsächlich an einer Vorstellung von Zentralstaat festhält, der besagt, ich kann die Argumentation schon zu verstehen, zu sagen, also wenn wir damit anfangen, dann gibt es im Süden noch eine Gruppe, die möchte dann auch ihr eigenes Somalia und dann möchten die in Puntland, es gibt noch eine andere autonome Region, dann möchten die auch unabhängig werden, also dass sie die Kleinstaaterei nicht vorantreiben wollen, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich bin mir am Ende auch nicht mal sicher, ob es ihnen so gut tun würde, wenn sie dieses Ziel letztlich endlich erreichen und dann tatsächlich natürlich auch viel stärker in die internationale Ökonomie einsteigen können. Und dann womöglich tatsächlich innere Kämpfe um größere Pfründe losgehen, das kann ich nicht sagen. Es war einfach nur ein Aha-Erlebnis, dieses Land kennenzulernen und zu bereisen und festzustellen, da ist anscheinend etwas ganz, ganz anders gelaufen. Und ich kann einfach nur das feststellen, was ich gesehen und recherchiert habe, nämlich es ist tatsächlich im toten Winkel der Weltgeschichte passiert. Es hat sich einfach keiner eingemischt und keiner versucht, da irgendwas zu drehen. Was Sie eben beschrieben haben, also Männer mit 3 Handys, die Dinge einkaufen, verkaufen, also die dealen. Das ist ja ein Aspekt von Globalisierung und von neuen digitalen Kommunikationsformen, die wir uns immer nur auf unsere Rechnung stellen sozusagen. Und wir sehen überhaupt nicht, wie sich das verändert hat in vielen Ländern. Wie rasant das auch bestimmte Dinge verändert hat. Also Sie beschreiben auch in Kanton, nein, ich glaube, es ist Madi, der irgendwie 3, 4, 5 Sprachen spricht. Ja. Also eine Form von wie soll man das nennen, eine Form von Kosmopolitentum, was bei uns so in der Weise gar nicht vorhanden ist. Aber in Afrika ist das schon sehr ausgeprägt. Ja. Ist das ein Aspekt von Globalisierung, den wir sozusagen nicht anerkennen wollen können? Was passiert da? Naja, ich denke, das ist natürlich schon schwierig. Also das ist mir bei meinen Recherchen und Reisen im Kongo schon aufgefallen. Aus einem westlichen Blick ist es natürlich schwierig anzuerkennen, dass eine Bevölkerung, die man nur als Hilfsbedürftige wahrnimmt, die eigentlich nur in Spenden aufrufen und in Filmberichten über Kriege und ganz fürchterlichste Menschenrechtsverletzungen und sonst was auftaucht, also auch nur so in Szene gesetzt werden, dass sie eigentlich sprachlos sind, die nun plötzlich als jemand wahrzunehmen, in aller Regel sprechen die, meine jetzt nicht fließend und schriftmäßig, aber mindestens 2 Sprachen mehr als ich und als alle, die, mit denen ich in die Schule gegangen bin, mit denen ich studiert habe. Und die dazu noch eine Kommunikationsform, weil Sie gerade das Digitale oder eben auch das sozusagen die mobile Kommunikation angesprochen haben, in Ihrem Kontinent zumindest, über Ländergrenzen hinaus,
eine Form von Migration und Kommunikation und natürlich auch Geschäftsbeziehungen aufgebaut haben, die wir so in Europa in der Form gar nicht kennen. Weswegen es jetzt gerade auch so in der intellektuellen oder in der afrikanischen Debatte ja durchaus auch Diskussionen darüber gibt, ob dieser Kontinent womöglich den nächsten Sprung auf die nächste Ebene schaffen müsste, indem er schlicht und ergreifend die inneren Grenzen wieder aufhebt. Das mag jetzt noch weit hergeholt klingen, aber das sind durchaus Debatten, die von einem neuen Panafrikanismus zeugen, der nicht jetzt aus irgendwelchen Idealen entsprungen ist, sondern der sehr, sehr stark den Lebensrealitäten von Millionen von Bürgern afrikanischer Länder entspricht. Ein kenianischer Schriftsteller hat mir mal erzählt, er war nie so weit von zu Hause weg wie in der Zeit, als er in Südafrika studiert hat. Jetzt lebt er in New York, aber jetzt gibt es eben alle diese Kommunikationsmittel. Ja. Er kann mit seiner Schwester jeden Morgen diskutieren, was man anzieht, so ungefähr. Also es ist so banal auch geworden, es ist allgegenwärtig und verändert natürlich eine ganze Menge. Also was man dazu noch sagen muss, das leitet vielleicht auch ein bisschen zu dem zweiten Abschnitt über, was in der westlichen Wahrnehmung natürlich auch sehr häufig untergeht, ist, dass es eine Globalisierung stattfindet, die mit uns gar nichts zu tun hat, in der wir gar nicht mehr vorkommen. Und ein Teil davon besteht unter anderem in der afrikanischen Migration nach Asien. Und was ich da sehr erhellend oder spannend fand, und das war wiederum auch ein Punkt, den ich unter anderem durch die Karte gelernt habe, aber dann natürlich auch durch diverse Geschichtsbücher, dass auch das seine Vorläufer hat. Was wir zum Beispiel hier nicht wissen, ist, dass im 15. Jahrhundert Mogadischu ein, wie gesagt, florierendes Sultanat gewesen ist und Botschafter nach China entsandt hat. Und dass sich da sozusagen Wege und Kommunikations- und Handelsströme gebildet haben, von denen in Europa zu diesem Zeitpunkt niemand etwas wusste. Jemen und Indien, kannst du sagen. Jemen und Indien. Und die jetzt gewissermaßen ein Revival erleben. Ja. Dann dieses Revival heißt Geld- und Warenströme, die sozusagen ohne unseren Blick in großem Maße verschoben werden. Und das wollen wir jetzt hören über Ihren Abschnitt in Kanton, in China. Die erste Station dieser Reise ist, wie gesagt, Venedig gewesen, wo ich auf den Spuren meines Kartenzeichners unterwegs war. Die zweite Mogadischu und die dritte hat sich tatsächlich ergeben, oder sagen wir so, ich konnte sie nachzeichnen auf der Karte, weil es auf dieser Karte, man kann es leider natürlich nicht erkennen, aber es gibt auch entsprechende Annotationen dazu, tatsächlich auch Dschunken eingezeichnet sind. Also der Kartograf Mauro sehr wohl wusste, dass sich um diese Zeit, also insofern muss es irgendwie nach Europa angekommen sein, die Information, einen Schiffsverkehr zwischen der ostafrikanischen Küste und zwischen China gegeben hat. Mich hat bei der Recherche zu diesem Buch ja unter anderem auch interessiert, wie das, was wir als gemeinhin die anderen bezeichnen, wie die zum ersten Mal sozusagen mit dem Westen in Berührung gekommen sind oder mit dem modernen Westen. Deswegen habe ich als dritte Station die Stadt Guangzhou oder das alte Kanton gewählt, das ein ganz zentraler Schauplatz der sogenannten Opiumkriege gewesen ist, wo China auf ziemlich brutale Art und Weise das erste Mal mit dem Westen, genauer gesagt vor allen Dingen mit Großbritannien, Bekanntschaft gemacht hat. Das ist sozusagen der erste Teil dieses China-Kapitels. Und dann habe ich allerdings in Guangzhou etwas entdeckt, von dem ich wusste, worüber ich gelesen hatte, was mir aber als Phänomen erst dort richtig klar gewesen ist, dass es nämlich in Kanton oder Guangzhou eine größere afrikanische Gemeinde gibt. Und darum geht es jetzt in diesem Kapitel. Achtung, Wasser. Ja. Mauro, habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich nicht an Gott glaube? Die Vorstellung eines gütigen Allmächtigen hat mich nie überzeugt, in Anbetracht der menschlichen Fähigkeiten, das Leben zur Hölle zu machen. Trotzdem besuche ich gerne Kirchen. Kantons Kathedrale ist eine Augenweide. Ein Bau im neugotischen Stil an der Jede-Straße nahe dem Perlfluss, die beiden Türme 58 Meter hoch, das Kirchenschiff über 70 Meter lang, die Mauern aus Granit. Sie haben sogar Maos Kulturrevolution überstanden. Es ist eine Siegerkirche der Europäer, errichtet auf dem Grundstück eines hohen Beamten der Qing-Dynastie, dessen Amtssitz im Zweiten Opiumkrieg zerstört worden war. Über ein Vierteljahrhundert schufteten chinesische Kulis unter dem Kommando französischer Architekten, bis die Cathédrale du Sacré-Cœur de Jésus, die Herz-Jesu-Kathedrale, 1888 fertiggestellt war.
Wahrscheinlich ballten die Kantonesen ihre Fäuste, als ihre Würdenträger, europäische Diplomaten und Kirchenfürsten untertänig zur Eröffnung empfingen. In den Augen der Einheimischen war dies kein spiritueller Ort, sondern ein westliches Monstrum mit zwei arrogant in den Himmel ragenden Zeigefingern. Schlechtes Feng Shui. Sie nannten es einfach Shishi, Steinhaus. Was mir herzlich egal ist. Auf dieser Reise durch die Stationen alter und neuer Ordnungen fühle ich mich nirgendwo so fremd wie in Guangzhou. Dabei ist auf den ersten Blick alles vertraut. Skyline, Metro, Autobahnen, Shopping Malls sind austauschbar mit jenen aller anderen Metropolen in der Welt. Aber die Dimensionen von Menschenmassen, Warenströmen, Wohnblöcken in Guangzhou vermitteln ein Gefühl von Verlorenheit. Als ich an diesem Vormittag vor der Kathedrale ankomme, wirkt sie so überschaubar, so wunderbar vertraut, dass ich einige Minuten andächtig auf dem Vorplatz stehe und einen heftigen Anfall von Sehnsucht nach Europa bekomme. Die Kirche ist halb voll, als ich eintrete, obwohl gerade kein Gottesdienst stattfindet. Auf der linken Seite sitzen Chinesen, manche ins Gebet versunken, andere eifrig fotografierend. Hinten rechts haben um die 50 Afrikaner Platz genommen. Sie begrüßen sich leise, sprechen ein kurzes Gebet, gehen in kleinen Gruppen hinaus und wieder hinein. Von draußen, aus einem der Nebengebäude, dringen die Wortfetzen einer englischen Predigt herein, die sehr viel leidenschaftlicher klingt, als man es aus einem katholischen Gottesdienst gewohnt ist. Laute Amen und O Lord Rufe, klatschen, singen, raunen. In der Shishi-Kathedrale trifft sich jedes Wochenende Guangzhous jüngste Gemeinde, Migranten aus Nigeria, dem Kongo, Ghana, Senegal, Kamerun, Sierra Leone. Während die einen beten und singen, gehen andere vor der Kirche spazieren, telefonieren mit ihren Familien in der Heimat, schleppen Essen und Getränke heran, tratschen. Sie kommen mir vor wie alte Bekannte. Nach über einer Woche ohne Kontakt zu Nicht-Chinesen sehe ich endlich wieder Menschen, deren Sprache, Mimik, Musik und Gebaren mir vertraut sind. Sie mustern mich, ich mustere sie, nach einem beiläufigen Hallo, darf ich fragen, woher Sie kommen, ergibt das eine das andere. Sie sind erfreut, dass ich schon einmal in Kinshasa und Dakar gewesen bin. Ich stelle fest, dass einige von ihnen halb so alt sind wie ich und auf der Suche nach dem großen Glück oder dem besseren Job doppelt so viel von der Welt gesehen haben. Nach einer Viertelstunde habe ich mehrere Einladungen zum Essen sowie das Angebot, günstig und en gros Jeans, Flachbildfernseher oder Kinderfahrräder zu kaufen. Ich müsse nur, so sagen sie, zum Tangju-Gebäude kommen. Der Name löst beim Taxifahrer am nächsten Morgen ratloses Schulterzucken aus. Vielleicht liegt es an meiner Aussprache. Als ich auf Englisch und politisch inkorrekt Chocolate City sage, weiß er sofort, wo ich hin will. Das Tangju-Gebäude bildet das Herz des Viertels der Afrikaner. Ein rosafarbenes Hochhaus mit 35 Stockwerken und blau verspiegelten Fenstern im Stadtteil Yeshu. Die unteren Etagen bestehen aus einem Labyrinth kleiner Glaskabinen, in deren wahren Wust man sich kaum umdrehen kann. Blinkendes und fiependes Plastikspielzeug. Waschpulver, Büstenhalter, Haarnadeln, Jellabas, indische Saris, Bibeln, Potenzmittel, muslimische Gebetsuhren, Taschenrechner. Keine gefälschten oder minderwertigen Produkte, steht auf Chinesisch, Englisch und Arabisch auf einem Schild zwischen rotbackigen Weihnachtsmannmasken aus Plastik. In einem Flur herrscht offenbar ständig Hochbetrieb, der Ladenzeile für Haare. Ein Shop neben dem anderen bieten hier Perücken, Zöpfe und Strähnen an. Diese Branche ist fest in der Hand der Chinesen. Afrikaner sind die Einkäufer. Brazilian Hair, Malayan Hair, Peruvian Hair steht auf den Preisschildern. Abgeschnitten angeblich in Sao Paulo, Mumbai, Lima oder vielleicht doch in chinesischen Dörfern. Gereinigt und abgewogen in Fabriken in Guangzhou, versehen mit exotischen Labels für den Export nach Lubumbashi, Dhaka und Luanda. Haarteile und Cremes zur Hautaufhellung sind die begehrtesten Schönheitsartikel in Little Africa. Die chinesische Verkäuferin verhandelt gerade mit einem Ghanaer über den Preis von 3 Kartons Brazilian Hair und drückt mir einen Schopf Indian Virgin in die Hand. Top Quality, sagt sie aufmunternd, 100% human. Ich blicke mich um und bekomme einen akuten Anfall von Haarallergie. Die Wände sind bis auf den letzten Zentimeter mit schwarzen Mähnen bedeckt, als hätte jemand das Fell eines Mammuts aufgehängt. Mit spitzen Fingern gebe ich ihr das Stück zurück, stolpere aus dem Laden und geradewegs in die Arme eines kleinen, drahtigen Mannes, der seine Visitenkarte zückt. Papemas, Import-Export steht darauf. Baumaterial und Innendekoration, sagt er. Brauchen Sie was? 10 Minuten später erklärt mir Monsieur Mas bei einem Café Little Africa in China. Und damit auch sein Leben.
Pape Mars, Senegalese, hat 6 Jahre Schulbildung und Träume, die weit über sein Gehalt als Verkäufer in einem Mobilfunkshop in Dakar hinausgingen. Aber es wäre ihm nie eingefallen, sich für 5.000 Dollar von Schleppern durch die Wüste und dann übers Mittelmeer bringen zu lassen. Für die afrikanischen Bootsflüchtlinge, die sich seit Jahren über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa machen und dabei ihr Leben riskieren, zeigt er wenig Mitleid. So etwas habe ich nicht nötig. Und die haben das eigentlich auch nicht nötig. Es gibt, wie er findet, würdigere und ungefährlichere Wege in ein besseres Leben. Ein Freund, der in Dakar bei der spanischen Botschaft arbeitete, gab ihm 2007 den entscheidenden Tipp. Ein Visum für Spanien kriegst du nie. Versuch's bei den Chinesen, die stellen sich nicht so an. Die Zukunft, so erkannte Pape Mars, lag nicht in Europa, jedenfalls nicht seine. Wenige Wochen später landete er mit einem Koffer, einigen 100 Dollar und einem Touristenvisum auf dem Flughafen von Guangzhou. Über die Stadt wusste er nur eines: Hier machten Afrikaner ihr Glück. Die ersten afrikanischen Händler in Guangzhou waren Studenten, die nach Ablauf ihres Stipendiums geblieben waren. Ende der 90er Jahre stießen Afrikaner dazu, die in Thailand und Malaysia Geschäfte gemacht hatten, bis der Markt dort aufgrund einer Finanzkrise eingebrochen war. Guangzhou bot sich als neuer Standort an. Es ist umgeben von tausenden Fabriken, deren Produkte billig sind und deren Ausschussware noch billiger ist. Und es liegt nahe an Hongkong und Macau, wo Ausländer problemlos ihr Monatsvisum erneuern können. Im Jahr 2000 wurden offiziell 5.000 Afrikaner in der Stadt gezählt, 2006 waren es bereits über 30.000. 2014 registrierten die chinesischen Behörden 16.000 Afrikaner mit einer Aufenthaltsgenehmigung. Zehntausende mehr halten sich mit einem Touristenvisum in Guangzhou auf, das sie entweder erneuern oder überziehen. Im Vergleich zu afrikanischen Communities in Paris oder New York sind diese Zahlen ein Witz. Für Guangzhou waren sie zunächst eine Sensation. Pape Mars fand nach seiner Ankunft ein Bett in einer Wohnung mit 6 anderen Afrikanern. Laute Musik bis spät in die Nacht, verqualmte Räume, leere Bierflaschen auf dem Boden. Nach ein paar Wochen bin ich da weg. Als Muslim trinkt er keinen Alkohol und braucht seinen Schlaf vor dem Morgengebet. Afrikaner ist nicht gleich Afrikaner, sagt er und setzt zu einer naserümpfenden Ethnologie des Kontinents an. Die Kongolesen stehen um 11 oder 12 auf, trinken um 1 das erste Bier und feiern dann bis in die Nacht. Die Malier sind in Ordnung. Von den Nigerianern hält man sich am besten fern. Die hängen ständig in krummen Geschäften, schmuggeln sogar Drogen. Wenn die Chinesen eines hassen, dann Drogen. Mars macht eine dramatische Pause. Dafür gibt es die Todesstrafe. Hier gab es früher mal ein richtiges Problem mit Opium. Kennst du die Geschichte? Ich kenne die Geschichte. Sein erstes Geld verdiente Pape Mars in Guangzhou als Warenscout. Ein paar Brocken Kantonesisch hatte er schnell gelernt. Er setzte sich morgens in den Bus, klapperte die chinesischen Billigmärkte ab, den Elektronikmarkt, die Kleidermärkte, den Ledermarkt, die Schuhmärkte, notierte Bestände, horchte, wer unter den afrikanischen Händlern gerade einen ballengewachsenen Stoff mit Kentemuster, eine Ladung Deckenventilatoren oder billige Computerbildschirme suchte. Dann besorgte er die Ware und kassierte Kommission. Das funktionierte gut, sagte er, bis vor ungefähr 4 Jahren. Da fanden seine afrikanischen Abnehmer Wege, selbst nach gewünschten Produkten zu suchen. Die meisten kommunizieren inzwischen über Chatdienste wie Viber oder das chinesische WeChat. 200 Barcelona-Trikots mit dem Namenszug von Lionel Messi, 100 Kilogramm Langkornreis oder 10 Kartons mit Plastikvasen sind nun binnen wenigen Minuten aufzutreiben. Also hat Pape Mars sein eigenes Unternehmen eröffnet, bestehend aus ihm, seinem Smartphone und seinen guten Kontakten in die umliegenden Fabriken. Er spricht mittlerweile leidlich Kantonesisch und hat sich auf Baumaterial, vor allem Boden- und Wandkacheln, 60x60, 30x30 oder Mosaik spezialisiert, aus Keramik in den Preisklassen ganz billig, billig, medium, teuer und Topqualität, glatt, gemasert, gestreift, gepunktet. Er exportiert in alle Welt, hauptsächlich aber nach Afrika. Journalisten wie ich sehen dort vor allem Kriege und Krisen. Pape Mars sieht eine wachsende Mittelschicht und Kenianer, die ihr Badezimmer fließen wollen, Ivorer, die Mischbatterien bestellen, Senegalesen, die preiswerte Kühlschränke suchen oder was man sonst noch braucht für den globalen Traum vom eigenen Heim. Hast du Kunden in Mogadischu? Frage ich. Klar, die bauen da wie verrückt. Hat mal ein Mohammed Ali Diriye was bestellt? Ich sehe Madi vor mir, wie er für seine Häuser in bester Lage in Mogadischu im Internet die Couchgarnitur aussucht. Mars scrollt auf seinem Laptop. Sagt mir nichts. Pape Mars Geschäft läuft gut. Gut genug, um jeden Monat 600 Dollar an seine Frau, die 4 Kinder, Brüder, Schwestern, Tanten, Onkel zu überweisen. Das eigene Haus in Dakar ist fast fertig. Inzwischen gehört ihm dort auch ein Elektronikshop, in dem Cousins von ihm arbeiten.
Regelmäßig legt er außerdem auf seinem chinesischen Konto Geld zurück für Steuern und den monatlichen Kurztrip nach Macau, um sein Visum zu erneuern. Pape Maas ist jetzt 42 Jahre alt und ein gemachter Mann. Sein Smartphone vibriert. Ein senegalesischer Bekannter in New Jersey braucht Klebeband und Verpackungsmaterial, und zwar einen ganzen Container. Pape kalkuliert die Höhe seiner Kommission, umgerechnet rund 1.300 Euro. Kein grandioser Deal, aber auch kein schlechter. In den Tagen, die mir in Guangzhou bleiben, hangele ich mich in Little Africa von einem Kontakt zum nächsten. Ich treffe die malische Betreiberin eines Schnellrestaurants, die während der jährlichen Handelsmessen in Guangzhou rund um die Uhr afrikanische Besucher mit Fufu, Fisch, Pili-Pili-Soße, Jollof-Reis und frittierten Bananen beliefert. Eine Boutiquebesitzerin zu Besuch aus Kinshasa rechnet mir die hauchdünne Gewinnspanne aus, mit der sie in Europa entsorgte Alt- und Billigkleider in Guangzhou einkauft und per Container in den Kongo schickt. Ein nigerianischer Graphic-Designer zeigt mir auf seinem Computer seine Modern Igbo-Art, bei der er Masken aus seinem Heimatland mit Neonfarben kombiniert. Seine Entwürfe will er demnächst in Dafen malen lassen, einer Künstlerkolonie außerhalb von Guangzhou, die sich auf das massenhafte Kopieren spezialisiert hat. Rembrandt, Van Gogh, Dali, Warhol, Picasso und nun auch giftgrüne Igbo-Masken. Ich lerne, dass Chocolate City keineswegs die gesamte afrikanische Händlerschaft umfasst, dass es einen eigenen nigerianischen Bezirk Igboeso gibt, dass die frankophonen und anglophonen Afrikaner Distanz zueinander waren und dass die ersten Ökonomen aufgetaucht sind, um Little Africa zu studieren. Sie haben einen Namen für dieses Phänomen gefunden: Low-End Globalization. Dankeschön, Andrea Böhm. Ist Low-End Globalization so ein Ausdruck wie früher mal illegales Bauen oder auch diese illegalen Ökonomien, für die man verschiedene Namen gefunden hatte, sei es in Nordafrika? Es beschreibt gar nichts Illegales, sondern es beschreibt schlicht und ergreifend eine Form, also wie soll man sagen, ein Level der Globalisierung. Mit Low muss man nicht unbedingt meinen, dass es ganz unten liegt, von Leuten, die mit extrem wenigen Mitteln und einem unglaublichen Spür für Gewinnmargen. Was ich hier beschrieben habe, ist wahrscheinlich schon wieder auf dem absteigenden Ast. Also Guangzhou, dieses ganze Südchina, was ja gewissermaßen der Ort des rasanten Umstiegs von China von einer kommunistischen Produktionsweise zu einer kapitalistischen wurde, wird jetzt langsam schon zu teuer. Für die Afrikaner werden die Gewinnmargen kleiner. Und die ersten haben sich also schon während ich da war überlegt, na, vielleicht Laos, Vietnam. Die ziehen also weiter. Es hat mal jemand dieses sehr schöne Bild geprägt, wenn die Globalisierung so ein Drache ist, der sozusagen um den Globus rast, dann sitzen diese kleinen Händler und halten sich da am Schwanz fest und gucken einfach, wo man am besten immer gerade abspringen kann. Das ist eine Form von, also man soll das auch nicht romantisieren, das ist ein unglaublich hartes Leben. Es ist eine Form von Nomadentum. Die chinesischen Behörden machen keinerlei Anstalten, obwohl es jetzt inzwischen gewachsene Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Afrika gibt und China auf afrikanische Rohstoffabkommen etc. wahnsinnig angewiesen ist. Man eigentlich meinen könnte, sie versuchen auch Afrikanern in China das Leben leichter zu machen, dem ist nicht unbedingt so. Und es herrscht da eine ganz klare Trennung, dass man auf Dauer eine größere Ausländer-Community eigentlich nicht im Land haben möchte, die aber gut, meine, letztlich interessiert das die Afrikaner, die dann dort anlanden, wenig. Sie bleiben und setzen sich dort irgendwie fest. Sie organisieren sich. Sie haben inzwischen auch ihre eigenen politischen Vertretungen. Also jedes Herkunftsland hat seinen Vorsitzenden, der dann auch in politischen Konflikten mit den Behörden vermittelt. Als ich da ankam, war die Ebola-Krise gerade vorbeigegangen und sie hatten also enorme Schwierigkeiten, bei der Einreise wieder ins Land gelassen zu werden. Das wurde dann aber anscheinend mit Palaver und Verhandlungen dann ausgehandelt, wie man da verfährt. Also ja, es ist ein faszinierendes Phänomen. Da bilden sich Handelsströme oder kleinere Handelsrinnsale, oder ja, sind doch natürlich auch Ströme heraus, in denen wir tatsächlich, außer als Herkunftsländer von Altkleidern, nicht mehr wirklich existieren. Zwei Dinge sind mir dabei aufgefallen. Nämlich das eine ist, also auch bei dem Drachenbild, das Sie eben gebraucht haben, das geht ja weiter in Asien. Mhm. Und merkt man nicht daran auch, dass Asien tatsächlich eine ganz andere Zukunft hat als dieses alte, dieses im doppelten Wortsinn alte Europa? Ich weiß es nicht. Ich
bin immer etwas skeptisch, wenn ich von der großen Wachablösung höre und vom chinesischen Jahrhundert. Das war jetzt meine erste und bislang einzige Reise nach China. Und das ist also befähigt mich nun wirklich nicht, da große Prognosen anzustellen. Aber was man natürlich schon spürt oder in den Gesprächen auch mitbekommt und natürlich auch mitlesen kann, ist, es gibt in der Tat ein immenses chinesisches Selbstbewusstsein. Das kriegen sie auch zu spüren als Europäer oder als Ausländer in so einer Stadt wie Guangzhou. Das ist zumindest in bestimmten Soziotopen oder so bestimmten Gruppen verbunden mit einem Geschichtsbewusstsein. Wir waren mal Weltmacht und das waren sie tatsächlich. Also vor den Opiumkriegen, beziehungsweise war China die größte Handelsmacht. Mit der ganz klassischen Hybris, die wir später dann auch in den westlichen Weltmächten gesehen haben. Also wenn Sie sich eine chinesische Weltkarte aus dem Mittelalter angucken, das ist ungefähr genauso groß, ein bisschen blau an den Rändern und der Rest ist einfach nur China. Und dann sind da ein paar kleine, es geht überhaupt nicht darum, das geografisch korrekt einzuordnen, sondern ist hier noch ein bisschen Japan vielleicht und da ist ein bisschen Europa und die heißen alle die Barbaren. Ist nicht ganz so böse gemeint, wie wenn wir Barbaren sagen, aber es zeugt von einem Selbstbewusstsein und viele in China natürlich, und daran wird auch ganz bewusst angeknüpft, sehen sich quasi auf dem Weg zurück zu diesem Punkt in der Geschichte. Gleichzeitig müssen sie nur die Zeitung aufschlagen, um festzustellen, wie enorm gefährlich und wie enorm fragil dieser ganze wirtschaftliche, dieser wahnsinnige, also dieser ökonomische Husarenritt ist, was dieses Land an Umbrüchen und unglaublich blutigen und massenmörderischen Umbrüchen, aber auch ökonomischen und sozialen Umbrüchen durchgemacht hat, ist für uns, glaube ich, schlicht schier unvorstellbar. Und es hat seine, ich würde mal sagen, Sollbruchstellen. Eine beschreibe ich ganz kurz, nämlich, dass einem natürlich auch in einer Stadt wie Guangzhou auffällt, dass man nur an wenigen Tagen wirklich einen tiefen Luftzug nehmen sollte. Es ist einfach eine Umweltkatastrophe. Aber trotz all dem, was Sie jetzt beschrieben haben, asiatische Länder wie Indien haben richtiggehend Angst vor China. Ne? Wir sehen die kommende Großmacht und mit all dem Gebaren einer Großmacht. Mit all dem Gebaren einer Großmacht, allerdings eben mit dem Gebaren, das anschließt an das Gebaren, das es zu früheren Zeiten auch hatte, als es mal Seemacht gewesen war. Eher relativ, ein relativ sparsamer Einsatz von militärischer Macht, sondern es ging schlicht und ergreifend darum, dass man die sogenannten Barbaren dazu brachte, die himmlische Überlegenheit Chinas und des Kaisers natürlich anzuerkennen, Tribut zu zahlen, und dann ging man eben Handelsbeziehungen ein. China versucht natürlich derzeit eine ganz andere militärische Strategie zu fahren, aber wenn Sie sich angucken, was an Handelsbeziehungen bzw. einfach an Einflussnahmen mit diesen verschiedenen Strategien der Perlen, also die Häfen, die jetzt gebaut werden, die enormen Infrastrukturprojekte, die ja längst nach Europa hineinreichen, also diese neuen Seidenstraßen, ja, dann ist es natürlich auch für das, was wir immer noch sozusagen als Krisengebiete verstehen und auch so behandeln, zum Beispiel Länder wie den Irak, was die nächste Station ist, aber auch Länder wie Syrien, sind für China big opportunities. Der syrische Wiederaufbau wird wahrscheinlich als ein gigantisches Geschäft für China werden. Irak ganz genauso. Der zweite Punkt, der mir eben vorhin auch noch aufgefallen ist, als Sie gelesen haben, ist tatsächlich, dass es diese Hoffnung auf die Mittelklasse in Afrika gibt. Sonst würde dieser ökonomische Transfer nicht funktionieren. Das ist ja was wir in der Regel überhaupt nicht wahrnehmen, dass es tatsächlich eine Art Wachstum gibt, dass es eine Art prosperierende Mittelschicht gibt und so weiter. Setzen Sie da, also in Afrika, in afrikanischen Ländern, setzen Sie da irgendeine Hoffnung rein, dass das... Also es hoffentlich, es geht ja erstmal einfach darum, das zu konstatieren. Man muss dann auch wieder ein bisschen vorsichtig sein. Es gab auch bei uns in den Medien so eine Phase, wo Afrika als Krisen- und Katastrophenkontinent plötzlich abgelöst wurde von wow, hier geht es jetzt richtig ab und die Mittelschicht und das ist das Investitionsgebiet der Zukunft. Das ist dann auch wieder Blödsinn. Mittelschicht ist in Afrika auch sehr viel prekärer definiert als bei uns. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es hat im Zuge... verschiedenster ökonomischer Entwicklungen und vor allen Dingen im Zuge einer rasanten Urbanisierung tatsächlich hat sich eine Mittelschicht herausgebildet, die im Moment aber, glaube ich, auch wieder sozusagen eine weitere Krise durchläuft, nämlich schlicht dergestalt, es ist in den meisten afrikanischen Ländern nicht gelungen, das, was man an Gewinn bzw. an Wachstum erwirtschaften konnte durch den reinen Rohstoffexport oder die Rohstoffausbeutung, das in irgendwelche
in den Ländern selbst verorteten Industrien oder Produktionszweigen umzumünzen. Die gibt es nach wie vor nicht. Es ist ja in der Tat tatsächlich absurd, dass und die gibt es zum Teil natürlich auch nicht, weil sie kaputt gemacht werden oder kaputt gemacht worden sind. Wenn ich in Guangzhou eine Händlerin aus Kinshasa treffe und die macht Gewinn, damit sie Altkleider aus Europa über Guangzhou nach Kinshasa importiert, dann heißt das, dass irgendwie 25 Näherinnen oder kleine Textilläden in Kinshasa einfach kein Geld mehr machen, weil deren Produkte zu teuer sind. Das ist natürlich aberwitzig. Und daran anknüpfend, das ist natürlich auch eine fatale Entwicklung, die bislang fast nirgendwo korrigiert wurde, richtig. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass sie es auch in Afrika trotz der wachsenden Mittelschicht nach wie vor überwiegend bei allen Demokratisierungsfortschritten mit autoritären Regimes zu tun haben, die das, was eine Mittelschicht irgendwann auch einfordert, nämlich politische Freiheiten, schlicht und bereit ist, nicht bereit ist zu geben und die vor allen Dingen natürlich dann in Allianzen mit internationalen Konzernen sich an der Ausbeutung ihrer eigenen Länder beteiligen. Also dafür gibt es natürlich auch genug traurige Beispiele. Gerade wenn Sie darüber sprechen, dass Afrika es nicht gelingt, seine Rohstoffmärkte irgendwie ordentlich, ja, in Anführungszeichen, zu vermarkten oder daraus den Gewinn zu ziehen, der den einzelnen Gesellschaften zugutekommt. Sie haben schon angedeutet, nächste Station ist Bagdad. Und man könnte ja meinen, von Beirut aus sei Bagdad sozusagen naheliegender als Mogadischu. Von Aleppo, was relativ nahe liegt, gab es auch mal eine Eisenbahn nach Bagdad. Mhm. Mich würde interessieren, warum Bagdad sozusagen an diese Ränder der Welt für Sie gehört. Hat das mit dem letzten Krieg zu tun? Denn Bagdad ist doch eigentlich sozusagen eine Stadt des Wissens gewesen, ohne die wir nicht den Transfer des antiken griechischen Wissens erhalten hätten. Also dort ist es übersetzt worden und dort ist es erhalten worden. Und dann ist natürlich passiert im 20. Jahrhundert, was wir wissen, was passiert ist im 20. Jahrhundert. Ich habe nicht gesagt, dass ich in die Ränder fahre, ne? Ja. Und Bagdad hier auf dieser Karte ist die Mitte, ist die geografische Mitte. Deswegen bin ich da nicht hingefahren, aber als ich es gesehen habe, dachte ich mir, wow, sogar das passt noch. Mhm. Denn ich bin nach Bagdad gefahren, der Hauptgrund, nach Bagdad zu fahren, war, weil es sich für mich an meine, sagen wir mal, politische These, die ich über Mogadischu habe, nämlich, dass da sozusagen der Anfang des Endes dieser neuen Weltordnung mit der gescheiterten Intervention zu verorten ist, würde ich sagen, dass in Bagdad 2003 mit der amerikanischen Intervention dann tatsächlich der Anfang vom Ende des amerikanischen Imperiums eingeleitet wurde. Wir können jetzt eine lange Diskussion über die Sinnhaftigkeit und die Richtigkeit dieser Intervention führen oder ob es Sinn machte, diese Diktatur zu stürzen. Aber jedenfalls alles, was im Folge dieser Intervention passiert ist, hat nicht nur eine, muss ich Ihnen nicht erzählen, Sie lesen selbst Zeitungen, in weiten Teilen verheerende Dynamik im Mittleren Osten mit ausgelöst. Es ist, weiß Gott, nicht allein auslösend gewesen. Aber es hat natürlich auch eine heftige Niederlage und man kann schon sagen, auch Bankrotterklärung der amerikanischen Politik dort stattgefunden, dass man da nun tatsächlich von einer weiteren Etappe in dem Ende der westlichen Vorherrschaft oder der westlichen Weltordnung, die nun in den letzten Jahrzehnten dann vor allen Dingen eine amerikanische war, dass man die dort verorten kann. Und deswegen war für mich klar, dass Bagdad eine Station sein müsste. Bagdad ist für mich dann aber auch deswegen spannend geworden. Zum einen, es ist natürlich ein schöner Clou, dass es bei Frater Mauro direkt in der Mitte liegt. Ich bin in Guangzhou über den Pape Mars, von dem ich Ihnen gerade vorgelesen habe, noch auf eine Moschee hingewiesen worden. Es gibt nämlich in Guangzhou natürlich auch bedingt durch die Afrikaner, aber es gibt auch eine sehr große islamische Gemeinde, die unter anderem auch besteht aus arabischen Händlern. Und die hat es, jetzt vertue ich mich wahrscheinlich in den Zeiten, im 7., 8., bereits im 8. Jahrhundert gegeben. Ganz offensichtlich hat der Prophet Mohammed noch zu Lebzeiten einen seiner Verwandten nach Asien geschickt, um zu missionieren. Und ich glaube, es war ein Onkel von ihm, der hat tatsächlich in dem damaligen, hieß das nicht Kanton, auch nicht Guangzhou, ich glaube, es ist Peiji, ich habe den Namen vergessen, tatsächlich angefangen, eine Moschee zu bauen. Was von dieser Moschee, die es heute nach wie vor gibt, tatsächlich noch aus dieser Bauzeit herrührt, ist völlig unklar.
Aber damals mit eingeleitet wurde eine unglaublich reichhaltige Austausch zwischen arabischen, muslimischen Dynastien und der damals auch schon blühenden Handelsstadt, die später Kanton wurde. Und es gab eine Community von vermutlich über 100.000 arabischen Händlern und auch jüdischen Händlern in dieser Stadt. Die sind dann im Zuge einer der vielen chinesischen Volks- und Bauernaufstände auf ziemlich blutige Art und Weise vertrieben worden. Es gibt aber tatsächlich Aufzeichnungen aus dieser Zeit von einem arabischen Chronisten, der sich quasi das Alltagsleben damals in dieser chinesischen Stadt angeguckt hat und sehr genaue Vergleiche angestellt hat, was machen die Chinesen besser, was machen die Araber besser, welches ist sozusagen die höherwertigere Kultur. Das ist sehr amüsant zu lesen. Ich fand aber auch das verblüffend, dass wir gehen also zurück ins 8. Jahrhundert und es gibt einen florierenden Handel, Austausch zwischen diesen beiden Kulturkreisen, der dann sehr blutig unterbrochen wird, aber dann doch wieder einsetzt. Und das führte letztlich von China auch wieder nach Bagdad und sie finden eine Parallele in der Jetztzeit, denn der gesamte Irak, wie auch Syrien, wie auch Bagdad, liegt natürlich heute im 21. Jahrhundert auf all den Strategieplänen der Chinesen für ihre diversen Seidenstraßen, wo sie Häfen bauen werden, wo sie Flughäfen bauen werden, wo sie Bahnstrecken verlegen werden. Was ich Ihnen jetzt allerdings vorlesen werde, spielt gar nicht in Bagdad, sondern meine Reise in den Irak fängt nicht in Bagdad an, sondern sie fängt im Süden des Landes an und bezieht sich auch wieder auf die Karte des Frater Mauro, auf eine Stelle, die er selber in seiner Weltkarte gar nicht mehr verortet hat, die aber damals auf den Mappa Mundis im Mittelalter immer sehr wichtig war, nämlich wo genau liegt das Paradies. Er hat es eingezeichnet. Er hat es dann nicht mehr in die eigentliche Karte genommen, sondern er hat es da links unten. Kann man leider nicht sehen, aber wenn man es jetzt vergrößern würde, würde man ja eine sehr schöne, grüne, blau schimmernde, kleine Welt sehen. Die ist ummauert, da steht der liebe Gott in einem blauen, wallen Gewand und unterhält sich mit Adam und Eva wahrscheinlich über das, was schiefgelaufen ist. Und deswegen lese ich Ihnen jetzt zum Schluss vor aus einer Episode, wie ich mich in Irak auf die Suche nach dem Paradies begebe. Mauro, meine Karte für diese nächste Etappe hätte Ihnen gefallen. Tourist Map of Iraq steht rechts oben. Sie ist 544 Jahre jünger als Ihre Mappa Mundi, viel kleiner, schlichter und gröber gezeichnet und steckt doch wie die Ihre voller Geschichten. Ein irakischer Verlag hat sie 2003 herausgegeben, kurz nach dem Sturz des Diktators Saddam Hussein. Das Land sieht darauf aus wie ein Märchenpark. Pittoreske Symbole markieren archäologische Ausgrabungsstätten und Naturwunder. In der westlichen Wüste wandern Karawanen zwischen Oasen. Figuren in antiken Gewändern stehen neben Ölbohrtürmchen, islamische Heiligtümer neben babylonischen Tempeln. Alles ein wenig schief gezeichnet, wie von Kinderhand. Ich breche im Süden auf, dort, wo auf der Tourist Map blaue Seen leuchten und Reiseführer jenes biblische Paradies vermuten, das Sie, Mauro, auf Ihrer Mappa Mundi aus der Welt in die Kartenecke links unten geschoben haben. Man muss betrunken oder Selbstmordattentäter sein, um heute die Worte Paradies und Irak im selben Satz zu erwähnen. Kaum ein Tag vergeht ohne Meldungen über Autobomben und über hoffnungslos Verblendete, die sich und möglichst viele Mitmenschen in die Luft sprengen. Aber Grauen und Schönheit liegen oft eng beieinander und ich möchte in diesem Land etwas Schönes sehen. Shebaish im Süden ist mein Ausgangspunkt und wirkt nicht gerade verheißungsvoll. Eine unscheinbare Stadt mit einigen 10.000 Einwohnern, schiitisch und stockkonservativ, die Frauen ausnahmslos in schwarze Chadors oder Abayas gehüllt, die Männer meist mit bärtigen Gesichtern. Zum Zeitpunkt meiner Ankunft befindet sich Shebaish im religiösen Ausnahmezustand. Arbain hat begonnen, der jährliche Pilgerzug von Millionen Schiiten nach Karbala in Gedenken an den Märtyrertod des Imam Hussein, eines Enkels des Propheten Mohammed und einer der wichtigsten Figuren des schiitischen Islam. Über die Hauptstraße Richtung Norden, Richtung Karbala, bewegt sich ein kilometerlanger Zug von Menschen, Autos kommen nur im Kriechtempo vorbei, aus Lautsprechern am Straßenrand ertönen Gesänge, in die Pilger immer wieder einstimmen. Hier wohnt Yassim Al-Azadi, Wasserbauingenieur von Beruf, Hüter des Wassers aus Berufung, immer glatt rasiert, weil ihm die fromme Hingabe seiner Landsleute unheimlich ist. Für Fußmärsche nach Karbala hat er keine Zeit. Er muss sich um das Paradies kümmern, das hinter seiner Haustür beginnt, und wer es sehen möchte, den führt er hinein.
Gleich am Morgen nach meiner Ankunft sitzen wir zusammen in einem Maschouf, einem schmalen, langen Boot mit Außenbordmotor. Al-Asadi und der junge Bootsführer haben Kopf und Hals mit Schals vermummt, als seien sie auf dem Weg zur Intifada. Ich habe nicht mal eine Mütze dabei. Es ist Dezember. Der Gedanke, man könnte im Irak frieren, ist mir nicht gekommen. 9 Grad, die Luft ist feucht. So wunderschön der Anblick der aufgehenden Sonne über dem Euphrat ist, sie könnte sich etwas beeilen. Nach einigen Kilometern flussabwärts biegen wir links in ein Labyrinth von Kanälen. Das Wasser ist lehmig grau, der Müll am Ufer stinkt. Ich zähle alte Autoreifen und stoße bei dem Versuch, im Boot eine bequeme Sitzhaltung zu finden, mit dem Fuß auf einen schmutzig weißen Lappen, in den eine Kalaschnikow eingewickelt ist. Sowas hat hier jeder, sagt Al-Asadi, für Notfälle. Dann verzieht sich der Gestank. Statt Müllhaufen ragen am Ufer nun meterhohe Schilfrohre aus dem Wasser. Die Kanäle verengen sich, wir scheuchen Reiher, Strandläufer und Gänse auf. Büffel, bis zum Hals im Wasser, fressen Schilfgras, glotzen uns an, fressen weiter. Die ersten Boote kommen uns entgegen. Büffelhirten mit Kannen voller Milch auf dem Weg zum Markt nach Shibaish. Am Ufer zeichnen sich die Umrisse ihrer Behausungen ab. Große, stabile Hütten, geflochten aus Schilf, so wie die Ma'adan, die Marsch-Araber, sie seit über 1000 Jahren bauen. Im 21. Jahrhundert sind Plastikplanen, Dieselgeneratoren und rostige Satellitenschüsseln dazugekommen. Plötzlich öffnet sich die Landschaft. Das Wasser ist kaum einen Meter tief, unser Bootsführer zieht den Außenbordmotor hoch. Wir gleiten auf einen See. Hören nur noch die Bugwellen und das rhythmische Eintauchen des Stocks, mit dem er das Maschouf vorantreibt. Starren wie hypnotisiert auf das Wasser, blinzeln kurz, wenn ein Eisvogel seine leuchtenden, türkisfarbenen Flügel ausbreitet und dann im Sturzflug einen Fisch aus dem See erbeutet. Silbrige Fischschwärme gleiten am Boot vorbei. Ein schwacher Wind raut den See leicht auf. Die Welt, die sich im Wasser spiegelt, scheint zu schwingen. Nicht weit von uns sitzt ein Mann und eine Frau fast regungslos in ihrem Maschouf, nur ihre Hände bewegen sich, um die Netze einzuholen. Ein leichtes Zappeln ihrer Beute, mehr ist nicht zu hören. Wir lassen unser Boot treiben, sind einfach nur still und kosten jedes Geräusch aus. Ein Ausdruck leisen Triumphes huscht über Al-Asadis Gesicht. Er weiß, welchen Rausch diese Landschaft bei Neuankömmlingen auslöst und wie man sie mit wenigen Worten wieder aus der Verzückung reißt. Vor ein paar Jahren, sagt er, war das alles eine Salzwüste, Saddams Wüste. Yassim Al-Asadi, geboren 1957, ist ein kleiner, drahtiger Mann und, wenn er nicht gerade mit seinen Gästen Andacht in der Natur hält, unentwegt in Bewegung und am Reden. Er ist in den Marschen geboren. Als Kind fuhr er mit dem Maschouf zur Schule, lernte vormittags Mathematik, Geschichte, Physik, nachmittags Fischen und Schilfschneiden. Manchmal brachte er Tonscherben nach Hause, die er aus dem Schlamm gebuddelt hatte. Dann erzählten ihm die Erwachsenen von Babyloniern und Sumerern, die hier früher gelebt hatten, von Eridu, Uruk und Ur, den ersten Städten der Menschheit, deren Ruinen sich nur wenige Kilometer entfernt befinden. Al-Asadi bereitete sich gerade auf sein Diplom als Wasseringenieur vor, als 1979 ein Offizier namens Saddam Hussein an die Macht kam. Ein Jahr später war Al-Asadi in der Armee und diese im Aufmarsch gegen den Iran des Ayatollah Khomeini. Es folgte der längste konventionelle Krieg des 20. Jahrhunderts, eine Massenschlächterei mit Giftgaswolken, Minenfeldern und Luftangriffen. Sie endete 1988 mit horrenden Zerstörungen in beiden Ländern, 2 gefestigten Diktaturen und Hunderttausenden, womöglich über 1 Million Toten. Al-Asadi überlebte als Armeeingenieur nahe der Front. 2 Jahre lang herrschte Frieden. Al-Asadi, inzwischen verheiratet und Vater 3 Kinder, trat in Bagdad eine Stelle im Wasserministerium an. Dann marschierte Saddam Hussein in Kuwait ein. Die USA und eine Koalition von über 20 weiteren Nationen schickten Cruise Missiles und rund 1 Million Soldaten, eroberten Kuwait binnen weniger Wochen und legten Teile von Bagdad in Schutt und Asche. Vor Regime Change schreckte man damals noch zurück. Stattdessen ermunterte Washington die Kurden im Norden und die Schiiten im Süden des Landes zum Aufstand und sah dann zu, wie Saddam die Rebellen massakrieren, Flüchtlinge mit Napalm übergießen und aus der Luft bombardieren ließ. Weil die Marsch-Araber den Aufständischen Zuflucht gewährt hatten, befahl der Diktator, die Sumpfgebiete mit Dämmen und Ufermauern auszutrocknen, die Dörfer und Hütten niederzuwalzen, die Bewohner zu vertreiben. Al-Asadis Verwandte flohen Richtung Bagdad und strandeten in Babylon.
All das erzählt er beiläufig zwischen unseren Bootsausflügen und gemeinsamen Mahlzeiten in seinem Büro in Shibaish. Man kann dem Krieg im Irak nicht entkommen, das ist mir nach einem Tag klar. Jeder Iraker trägt ihn mit sich herum. Und jeder versucht auf seine Weise, die Spuren zu beseitigen. Yassim al-Asadi tat es, indem er Saddams Wüste wieder zum Blühen brachte. Am 17. Dezember 2003, 8 Monate, nachdem die USA den Irak zum 2. Mal angegriffen und den Diktator dieses Mal tatsächlich gestürzt hatten, mietete er mit Freunden für $400 einen Bagger, riss ein Loch in die Ufermauer und sah zu, wie das Wasser des Euphrat auf den knochentrockenen Boden lief. Die Rinnsale schwollen zu Bächen und Flussarmen, machten die Erde dunkel und weich. So bohrten und baggerten sie an Dutzenden anderen Stellen, ohne Plan, ohne Erlaubnis der amerikanischen Besatzungstruppen oder sonst jemanden aus Bagdad. Ein halbes Jahr später wuchs wieder Schilf. Die ersten Marscharaber kehrten zurück. Ingenieure glauben nicht an Wunder. Yassim al-Asadi glaubt an die Gesetze der Mechanik und Hydraulik. Er glaubt an die Macht des Menschen und seiner Maschinen, die Welt zu formen. Al-Asadis Nachbarn in den Marschen halten die Wiederauferstehung ihrer Welt für das Werk Gottes. Allah, er ist gepriesen und erhaben, hat uns erhört, sagt Haider Kadar. Fast jeder Bootsführer, jeder Büffelhirte, an dem wir während unserer Exkursionen in den Marschen vorbeigleiten, lädt uns zum Tee ein. Wir legen immer wieder an, spähen in Schilfhütten, wo auf feuchtem Boden 7, 8, 9 Familienmitglieder wohnen, weichen mit schmatzenden Schritten den Büffeldunghaufen aus, schauen den Jungen beim Spielen zu und dem Mädchen beim Abwaschen, Wasserschleppen, Holz sammeln, Kühe melken. Wenn überhaupt eines der Kinder zur Schule geht, dann ein Sohn. Die Töchter sind kostenlose Arbeitskräfte und Ware auf dem Heiratsmarkt der Großfamilien. So paradiesisch das Marschland sein mag, man wünscht es keinem Mädchen als Heimat. Bei Haider Kadar und seinem Bruder Bascha sind die Hütten etwas geräumiger, die Satellitenschüssel ist nicht ganz so verbeult und an einer Schilfwand hängt ein Sonnenkollektor. Mit dem Verkauf von Schilf und der Milch ihrer 30 Büffelkühe haben sie ein leidliches Auskommen. Vor dem Eingang zur Hütte liegen Schulhefte, verziert mit den Vereinswappen von Bayern München, Manchester United und dem FC Barcelona. Die Kadars sind Barcelona-Fans. Wie viele andere Hirten in den Marschen ist die Familie Mitte der 2000er Jahre mit Hilfe von al-Asadi aus dem Norden zurückgekehrt. Nach seiner spontanen Baggeraktion war er erneut vom Wasserministerium in Bagdad angestellt worden, um die Bewässerung der Marschen und die Rückkehr der Maadan zu organisieren. Während in Bagdad der Aufstand gegen die US-Truppen losbrach und Al-Qaida sich im Irak festsetzte, überwachte er den Wasserspiegel von Euphrat und Tigris, verteilte Kredite für den Kauf von Büffeln, zählte Vogelarten, kartografierte archäologisch wertvolle Stätten und brachte eine der ersten irakischen Umweltorganisationen mit auf den Weg, Tabiat al-Iraq, Natur Irak. Wenige Jahre nach Saddams Sturz waren große Teile des Marschgebietes wieder geflutet. Die Fischer hatten volle Netze, die Büffelhirten neue Herden. Auf dem Euphrat fanden wieder Rennen mit dem Maschuf statt. Aus dem Westen kamen Journalisten und schrieben vom neuen Leben in Iraks Garten Eden. Danke, Andrea Böhm. Wie geht es, Yassim? Wie geht es Ihrem Aktivisten aus dem Marschland heute? Der ist, soweit ich das beurteilen kann, also wir mailen hin und her, nach wie vor aktiv. Es ist ihm ein ganz toller Erfolg gelungen, natürlich nicht ihm allein, aber dieser NGO und verschiedenen anderen, die sich da sehr stark engagiert haben. Nach meiner Reise, kurz wenige Monate später, wurden die Marschen, aber auch diese alten Städte, die ich genannt hatte, Eridu, Uruk und Ur, zum Welt- und Naturerbe der UNESCO erklärt. Das geht mit einem besonderen Schutzstatus einher. Der ist, das weiß er selber, gefährdet, weil die Regierung in Bagdad sehr oft nicht in der Lage oder auch nicht willens ist, das tatsächlich zu leisten und zu finanzieren, was geschützt werden müsste. Und ja, kein Paradies währt ewig, wie wir wissen, auch das seine nicht. Im Moment, soweit ich das im Überblick habe, droht ihm eigentlich die größte Gefahr nicht durch Diktatoren, oder es gab zeitweise große Gefahren, weil der IS weiter nördlich Teile des Tigris und des Euphrats besetzt hatte und da auch Staudämme besetzt hatte und also man Angst hatte, dass sie entweder versuchen, das Wasser zu vergiften oder Dämme zu sprengen. Das hat sich jetzt erledigt, diese Gefahr. Die größte Gefahr für die Marschen liegt momentan in der Türkei, in gigantischen Staudammprojekten der türkischen Regierung, die
In der Türkei ist man der Meinung, weil Euphrat und Tigris auf türkischem Boden entspringen, gehört, können sie mehr oder weniger mit dem Wasser machen, was sie wollen. Das sehen die Iraker und die Syrer und etwas anders. Und ja, da wird man einfach sehen müssen, ob es da zu einigermaßen gütlichen Verhandlungen kommt. Aber im Großen und Ganzen geht es ihm gut. Sie sagen, Sie mailen hin und her. Sind Sie mit allen Ihren Informanten in Kontakt? Ich bin weiter in Kontakt mit Mahdi. Also immer, wenn es ein schlimmes Attentat gegeben hat, dann schreibe ich und frage, ob alles in Ordnung ist. Und dann schreibt er nach ein paar Tagen zurück. Ja, finde das immer lustig, dass ich mir da Sorgen mache. Bin auch in Kontakt mit dem Studenten, der mich durch Bagdad geführt hat, der allerdings inzwischen dann leider doch in die USA ausgewandert ist, noch bevor Donald Trump an die Macht kam, weil er es in der Stadt dann einfach doch nicht mehr ausgehalten hat. Doch, mit den meisten bin ich weiterhin in Kontakt. Und eine Kollegin war so freundlich, Ihnen Teile des Kapitels, in denen Sie vorkommen, auf Englisch vorzulesen. Und das waren Sie, glaube ich, ganz happy. Ich habe überlegt, das, was Sie schreiben, was Sie beschreiben, das sind ja Begegnungen, das sind Projekte, Lebens- und Alltagssituationen und Arbeitssituationen von einzelnen Personen. Das heißt, wir sind auf der einen Seite immer so ein bisschen im Negativen, wenn wir sprechen vom Zeitalter der Individualisierung, aber eigentlich genau das ist es. Sie sind Individuen begegnet, sie sind einzelnen Leuten und deren Aktivitäten begegnet. Und darauf richten Sie Ihren Blick und nicht auf grundsätzliche, sozusagen große Situationen. Hat das was mit Ihrer Wahl zu tun, so jetzt in die Welt zu gucken, oder wie hat sich's ergeben? Naja, ich denke, in dem Buch wechseln sich sozusagen die großen Zusammenhänge oder der Versuch, Zusammenhänge herzustellen, vor allen Dingen auch, indem man nicht nur sozusagen den Raum erkundet, sondern auch die Zeit, also auch die Geschichte ab. Aber mir liegt natürlich enorm viel daran, die Geschichten der Länder, in denen ich mich bewege, oder der Gesellschaften, in denen ich mich bewege, möglichst anschaulich an den Figuren oder an den Persönlichkeiten Einzelner zu erklären. Also gerade, was ich jetzt über Yassim vorgelesen habe, da kann man das ganz prima. Das ist auch ein bisschen meiner eigenen Frustration geschuldet, in meiner alltäglichen Arbeit als Journalistin natürlich immer sehr viel stärker auf das Krisenhafte und das Fürchterliche und Traumatische fokussiert zu sein. Das hat jetzt natürlich auch ganz besonders mit meinem Berichtsgebiet zu tun. Und ich selber immer wieder ein bisschen daran verzweifelt bin, dass ich das, was eigentlich banal erscheint, aber sehr oft dann in den journalistischen Artikeln nicht wirklich zum Tragen kommen kann oder nicht genügend zum Tragen kommt, nämlich dass es selbst in den schlimmsten Situationen einen Alltag gibt, in dem Menschen versuchen, mit dieser aberwitzigen Situation umzugehen. Und ich meine, so ganz fremd ist das in Europa auch nicht. Also unsere großen Krisen und Kriegszeiten sind nun auch nicht so, liegen nicht so lange zurück. Aber dass ich darüber eigentlich viel besser und ich glaube auch für den Leser leichter zu verdauen, will ich nicht sagen, das ist ein ganz blödes Wort, aber ich glaube auch, dass viele Leser sehr viel eher bereit sind, weiter in dieser enorm komplexen und zunehmend bedrohlicher wirkenden und zunehmend unüberschaubaren oder unüberschaubar wirkenden Welt zu bleiben oder sich von uns Journalisten, die wir sind Übersetzer im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir führen sie sozusagen in hochkomplexe Situationen hinein, die wir versuchen, ein bisschen einfacher zu erklären, tatsächlich in dieser Welt wirklich bleiben zu wollen. Dafür scheint es mir oft sehr viel geeigneter, schlicht und ergreifend die Alltagsgeschichten mitzuerzählen. Und die Krisenhaftigkeit der jeweiligen Länder und Gesellschaften, die prägt sich in diesen Alltag tief genug ein. Und das ist der Grund tatsächlich, warum all diese Kapitel natürlich ganz stark geprägt sind von meistens einer Hauptperson und dann auch zwei, drei Nebendarstellern. Wie finden Sie zuverlässige und verlässliche Guides, Leute, die Ihnen irgendwas zeigen, von den Sicherheitsgeschichten ganz abgesehen? Also Sie brauchen ja Leute, deren Informationen Sie auch glauben können. Und wie geht das? Ist es eine Bauchentscheidung? Naja, nicht nur. Oh Gott, oh Gott.
Naja, also ein Beispiel, Mogadischu, diese Reise ist gewissermaßen eingetütet worden. Ich habe an anderer Stelle in Sub-Sahara, ich glaube in Kenia, Mitglieder dieses Kap Anamur-Teams getroffen, deren Arbeit ich sehr, sehr schätze. Und da entwickelte sich so eine Bekanntschaft, so eine Freundschaft draus. Und die sagten dann auch, sie sind weiter in Mogadischu präsent. Und wenn ich da mal hin will, dann würden sie mir helfen. Und das haben sie dann getan. Ich habe bei denen gewohnt, ich war gewissermaßen embedded. Habe dann für die Zeit auch eine andere Geschichte über Mogadischu geschrieben und damit über die bin ich aber mit Mahdi in Kontakt gekommen. Und man muss natürlich, man lernt ihn so ein bisschen besser kennen. Der spricht im Übrigen auch Deutsch, der hat nämlich mal in Ostdeutschland studiert. Und der macht nicht unbedingt einen Hehl aus seinen politischen Überzeugungen. Das ist ein sehr, sehr konservativer Muslim. Also ich habe ihn am Anfang auch deswegen so beschrieben mit seinen knöchelhohen Hosen, weil das ist eine typische Art von Anhängern des Salafismus, die Hosen so zu tragen. Also der hat garantiert eine ganze Reihe von Ansichten, die ich nicht unbedingt teile. Darüber haben wir uns jetzt nicht allzu lange ausgetauscht. Aber es ist natürlich auch klar, dass der, und daraus hat er gar keinen Hehl gemacht, zum Teil eine eigene Agenda hatte. Er hat dann irgendwann mal davon geträumt, dass er vielleicht auch in die Politik einsteigt und ich weiß nicht, was noch alles anstellen will. Aber sowas lernt man dann auch natürlich, indem man versucht, sich auch andere Quellen zu besorgen oder mit anderen, die mit ihm arbeiten, zu reden, das ein bisschen einzuschätzen. Im Irak ist es so gewesen, dass wir von Nature Iraq, dieser Umweltorganisation, schon sehr, sehr lange wussten und mit denen in Kontakt getreten sind und die uns dann gesagt haben, wir können euch einladen und dann könnt ihr leichter einreisen. Und das hat so funktioniert. Und da hat dann tatsächlich der Zufall eine Rolle gespielt, dass ich, als ich in Shebaish bei Yassim al-Azadi war, zufällig eine Truppe von sehr, sehr jungen, sehr, sehr engagierten Umweltschützern aus Bagdad angekommen war. Die wollten da so ein bisschen Kooperation betreiben und hatten da auch, glaube ich, gerade so ihre Empowerment-Workshops, die waren also voller Elan. Und da habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der aus Bagdad eben stammte, da geboren und aufgewachsen ist und der zu mir sagte, ja, komm doch einfach mal hin. Und der hat mich einfach deswegen interessiert, weil er unter anderem gerade dabei war, einen Marathon vorzubereiten. Und Marathon in Bagdad laufen ist nun irgendwie was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn du glaubst, das geht, dann mache ich das. Und dann habe ich mich in ein Taxi gesetzt und bin nach Bagdad gefahren. So, ich bin mir sicher, dass Sie auch Fragen an Andrea Böhm haben und würde Sie bitten, die zu stellen. Es gibt ein Mikrofon, in das Sie sprechen müssen, damit diejenigen, die drüben in dem anderen Saal die Diskussion verfolgen, das auch hören können, damit man da den Ton hat. Kirsten da hinten hat das Mikrofon und hier gibt es eine Frage. Sie haben ja zu Anfang gesagt, dass Ihre Perspektiven nicht mehr gestimmt haben. Und es kommt ja auch in dem Buch zum Ausdruck, dass Sie sagen, diese westliche Perspektive erklärt mir die Welt nicht mehr richtig. Jetzt würde ich gerne wissen, was sind denn nun Ihre Schlussfolgerungen, die Sie daraus ziehen würden? Und wenn das möglich ist, ich weiß es ja nicht, auch in Bezug auf die Politik, die ja gemacht wird und die man unter Umständen dann ja ändern müsste. Es sind Schlussfolgerungen in dem Buch. Das Nachwort ist sozusagen die Schlussfolgerung in dem Buch. Was ich nicht tun kann und auch nicht tun wollte, war eine neue Perspektive oder eine neue Vision zu entwerfen und zu sagen, so müsste man die Politik jetzt ändern. Sondern mir ging es in erster Linie tatsächlich darum, mein eigenes Koordinatensystem irgendwie neu zu justieren, wenn Sie es so nennen wollen, oder einfach wirklich mich dann letztendlich nochmal richtig durcheinander bringen zu lassen mit meinen vorgefassten Meinungen. Und mir ging es auch sehr stark darum, eine andere Form des Schreibens über diese Welt zu finden. Und deswegen habe ich diese für manche vielleicht am Anfang etwas verwirrende Geschichte mit der Karte damit eingebaut und mir meine eigenen Karten ja dann auch immer für jedes Kapitel selbst besorgt, also manche von Hand gezeichnet, manche irgendwo gekauft und alle waren sie so ein bisschen schräg, also im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen schief. Was ich ihm am Ende aufgeschrieben habe und das, glaube ich, ist ein Resultat aus den Begegnungen, die in dem Buch ja eine wichtige Rolle spielen,
war in Anlehnung an den Aufsatz eines amerikanischen Philosophen namens Anthony Kwame Appiah, dass es so etwas wie die westlichen Werte nicht gibt. Das findet sich an verschiedenen Stellen in dem Buch auch immer wieder, dass ich selber auch zu rekonstruieren versuche, wie das, was wir eigentlich als die westlichen Werte, damit meinen wir die von Aufklärung, von Liberalität, von Toleranz, letztlich die dann auch eingeflossen sind in Erklärung der Menschenrechte, dass es die so nicht gegeben hätte, hätte es nicht sozusagen eine Echokammer oder ein Echo und auch eine Rezeption und eine Antwort und eine Auseinandersetzung darüber gegeben, mit islamischen Philosophen dieser Zeit, mit asiatischen Philosophen dieser Zeit, die vor allen Dingen eines immer zum Teil mit enormer Schärfe und Hellsichtigkeit klargemacht haben. Das können Sie finden in dem China kurz nach den Opiumkriegen, das finden Sie aber auch in Subsahara-Afrika, das finden Sie vor allen Dingen auch in der islamischen Welt. In Ende 18., 19. Jahrhundert diesen Westen, damals in erster Linie als Europa, zu erleben als eine einerseits enorm aggressive Macht, die vor militärischer Gewalt nicht zurückschreckt, wenn sie ihre eigenen Wirtschaftsinteressen durchsetzen möchte. Beispiel ist der Opiumkrieg in Großbritannien, die gleichzeitig aber die sie da sozusagen buchstäblich gegen die Wand drückt, auch tatsächlich fasziniert. Es hat eine ganz, ganz eigene, und das finden Sie in Schriften islamischer wie auch asiatischer Gelehrter, Frauen leider weniger, jedenfalls hat man sie bisher nicht gefunden, immer wieder, dass man einerseits angewidert, wütend, hasserfüllt ist über die Arroganz, die Macht, die militärische Überlegenheit und die absolute Skrupellosigkeit, diese Überlegenheit einzusetzen, und gleichzeitig fasziniert ist von dieser neuen, modernen Gesellschaft, die ganz offensichtlich in dem Einzelnen, in dem Individuum, dem einzelnen Bürger Kräfte freisetzt, die zu einem enormen Fortschritt in Sachen Wissenschaft, Technologie, aber auch Gesellschaft führt. Es gibt wunderbare Schriften von ägyptischen Gelehrten, die damals von den ägyptischen Herrschern nach Frankreich geschickt worden sind, um sich anzugucken, was man denn vom französischen Gesellschaftssystem, Napoleon hat ja so eine kleine Ägypten-Expedition mal gelandet, daher der Kontakt, was man denn von dieser Gesellschaft lernen kann. Das kann ich Ihnen nur empfehlen, sich das mal durchzulesen, mit welcher Offenheit letztlich und aber auch durchaus Skepsis und enormer, also wirklich anthropologisch-ethnologischer Klarsichtigkeit, diese Leute sich diese Gesellschaft angeguckt haben. Diese Rezeption seitens der Nicht-Westlichen lässt sich, glaube ich, in einem Punkt immer zusammenfassen, was ihr da vorbringt und als Ideal, als universales Ideal verkauft, tretet ihr fast jeden Tag täglich selbst mit den Füßen. Die Menschenrechte sind nicht universell, sie gelten bei euch entweder nur für die Männer, sie gelten nicht für die kolonialen so Unterworfenen, sie gelten nicht für die Chinesen und so weiter und so fort. Was ihr euch zurechtbastelt an dem Wunsch, die anderen zu zivilisieren, ist in erster Linie eigentlich nur dazu da, dass ihr ausbeuten wollt, dass ihr unsere Arbeitskräfte braucht, nicht nur unsere Arbeitskräfte braucht, wir haben diese gigantische Epoche der Sklaverei, die, wie es einer der besten derzeitigen Philosophen, der Kameruner Achille Mbembe, mal bezeichnet hat, die Plantagenwirtschaft war das Taufbecken der Moderne. Darauf basiert alles, was wir letztlich hier mit erwirtschaftet haben. Meine Schlussfolgerung ist schlicht und ergreifend, dass man in dem Sinne von den westlichen Werten so nicht sprechen kann, sondern diese Werte gehören denen, die sie verteidigen. Und meine Erfahrung ist, dass ich in den Ländern, in denen ich unterwegs war, die von uns sehr häufig mit dem Attribut anti-westlich beschrieben werden, sehr häufig Leute getroffen habe, die vehementer verteidigen und für sich in Anspruch nehmen, als ich es zum Teil dann in meiner eigenen Gesellschaft sehe. Stimmt so vielleicht auch nicht ganz. Aber jedenfalls, da hat eine Universalisierung stattgefunden. Und ich denke, das ist, während ich dieses Buch geschrieben habe, kurz bevor ich fertig war, ist Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden. Und ich glaube, das steht auch in dem Nachwort drin, ich habe dann nochmal geschrieben, wäre das der Präsident eines afrikanischen oder asiatischen Landes, dann würden wir heute sagen, das ist die Verkörperung des Anti-Westlichen. Das ist er aber letztlich natürlich nicht, sondern er ist ein Ausfluss dessen, was der Westen auch mit hervorgebracht hat. Und ich glaube ganz einfach, mit dieser veränderten Wahrnehmung, auch mit dieser Einsicht, dass wir
Na gut, ich meine, über die Verlogenheit muss man jetzt nicht groß diskutieren. Die kann man politisch an verschiedensten Sachen festmachen. Das ist Ihnen, glaube ich, so klar wie mir auch. Man kann sich sozusagen nicht, man kann nicht die Hände raufen über vermeintliche Flüchtlingswellen, die gar keine sind, davon mal abgesehen, Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa, wenn man gleichzeitig letztlich an den Kriegen, vor denen diese Menschen fliehen, unglaublich viel Geld verdient. Wenn man sie zum Teil durch, nennen wir es Dumme, nennen wir es Reaktionäre, nennen wir es arrogante Politik mit heraufbeschworen hat. Wir können aber natürlich auch auf Dauer nicht permanent weiter von westlichen Werten reden, wenn wir nach wie vor uns in einem Wirtschaftssystem, in einer Gesellschaft befinden, wo wir, wenn wir es recht besehen und wirklich sozusagen in uns gehen würden, zu großen Teilen nach wie vor auf Kosten anderer leben. Und gut, solange wir uns das nicht ins Gedächtnis führen, also solange brauchen wir quasi auch diese anderen, die uns das dann auf die eine oder andere Art und Weise manchmal ziemlich heftig nahe bringen. Ich glaube, die Politik, die daraus folgert, ich weiß gar nicht, ob die so wahnsinnig kompliziert ist. Ich meine, es ist eigentlich relativ einfach. Wir wissen alle, wie gerechtere Wirtschaftsbeziehungen aussehen müssten. Wir wissen alle, wie eine bessere Migrationspolitik aussehen müssten. Wir wissen alle, dass die Flüchtlinge, die jetzt im Herbst 2015 hier angekommen sind, dass die ein Klacks sind im Vergleich zu dem, was andere viel, viel ökonomisch viel schwächere Länder und Regionen an Flüchtlingen aufnehmen. Natürlich wissen wir, eigentlich wüssten wir, was daraus für welche Form von Politik daraus für daraus folgern müsste. Ne? Hier gibt es eine Wortmeldung, Kirsten. Wenn man aktuell die chinesische Kommunikation verfolgt, also ich bin mit Kai Strittmatter auf Facebook befreundet und ähnliche Dinge, dann stößt man auch genau auf dieses neue Selbstbewusstsein und es taucht immer deutlicher der klare Anspruch hervor, die neue Führungsmacht zu sein und das überlegene gesellschaftliche System zu verkörpern. Mhm. Also sozusagen Trump ist da das ultimative Zeichen für den endgültigen Niedergang des westlichen Modells, der westlichen Demokratie. Da kann man ja durchaus nachvollziehen angesichts der Verlogenheit westlicher Politik, dass da gute Argumente sind, aber es wird ja nicht vorangebracht, um dann die westlichen Werte einzufordern oder die als universale Werte sozusagen, sondern es ist sozusagen der Triumph eines neuen autoritären Modells, das sozusagen sagt, okay, wir machen es anders. Also von daher würde ich nochmal diese Herausforderung, die durch, also insbesondere China, aber die kann man wahrscheinlich dann auch auf Erdogan umbuchstabieren oder was auch immer, also auch auf andere autoritäre, nicht westliche Mächte, da ist ja schon eine Herausforderung zu sagen, gibt es eine neue Governance, die sozusagen sich auf pragmatischem Handel und sozusagen Neorealismus wir tauschen aus, aber wir berufen uns nicht mehr auf Menschenrechte damit, dass darauf können wir verzichten, wir machen Deals. Das eben diesmal anders gedacht. Ich meine, Sie haben völlig recht, also da hat es jetzt nochmal einen qualitativen Sprung zum Autoritären, also zu einer fast Remaoisierung auch in der Art des Personenkults gegeben. Die ist schon ziemlich einmalig. Ich denke mal, man muss, glaube ich, man kann mit relativer Sicherheit immer sagen, so ein Wechsel oder so eine Eskalation des Autoritären ist in aller Regel nicht ein Ausdruck von Selbstbewusstsein und Stärke, sondern ein Ausdruck von Angst. Und wenn man sich das dann mal in einem größeren geschichtlichen Rahmen anguckt, dann ist es ja in der Tat auch ein absolut aberwitziges Experiment. Da beschließt eine kommunistische Partei innerhalb von wenigen Jahren ihr gesamtes Land, damals zu diesem Zeitpunkt extrem arm, mehr oder weniger von 0 auf 100 in ein kapitalistisches System umzuwandeln. Mit all den Erfolgsmeldungen und auch den pazifizierenden Wirkungen, die das hat. Konsum macht erstmal ruhig und zufrieden, ist auch alles völlig okay. Es ist übrigens, das fällt mir dabei noch ein, nicht ganz uninteressant, von wegen westliche Wahrnehmung,
Was sehr, sehr spannend ist, ist bei allen Ressentiments und bei allen Misstrauen, die es in afrikanischen Staaten und Gesellschaften gegenüber den Chinesen gibt und auch bei den afrikanischen Migranten, die ich da getroffen habe, viele der Älteren, die China zum Teil noch in kommunistischer Zeit besucht haben, davon gibt es auch eine, haben mir einhellig geschildert, dass, wie gesagt, bei all dieser Skepsis und bei all der Vorsicht, sich mit diesem Staat anzulegen, eine ungemeine Bewunderung nach wie vor nachhallt gewissermaßen, die schon damals in den afrikanischen Ländern sich breit gemacht hat, als sie gesehen haben, dieses China ist tatsächlich in der Lage, innerhalb von wenigen Jahren eine Gesellschaft von Hunderten von Millionen Menschen aus der Armut zu hieven. Und das sehr lange hatte das Vorbildcharakter. Das spielt immer auch ein bisschen in diese afrikanisch-chinesischen Beziehungen mit rein. Das muss man auch wissen. Wie wir damit umgehen sollen, kann ich ganz schwer sagen. Also ich denke, es ist sehr, sehr schwer, sich sozusagen an diesem Elefanten ökonomisch vorbei zu manövrieren, ne? Wenn sie selbst eine Exportnation sind, muss man mal ganz klar sagen. Ich glaube, dass eine Sache, die man vermutlich etwas stärker forcieren könnte, ist schlicht und ergreifend so bestimmte, es gibt so, das sind scheinbar ganz kleine Geschichten, so Formen der chinesischen Machtdemonstration, sich gewissermaßen jetzt ihrerseits in den Westen einzumischen. Das reicht von so scheinbar banalen Geschichten, wie das haben Sie vielleicht mitbekommen, die chinesische Jugendfußballnationalmannschaft war hier und hat ein paar Testspiele veranstaltet. Und bei einem dieser Testspiele, das waren irgendwie, keine Ahnung, dritte Liga-Mannschaften, also ganz begeisterte Fußballspieler, da sind in den Zuschauerrängen Leute mit einer Tibet-Fahne aufgetaucht. Und dann gab es einen riesigen diplomatischen Zwischenfall und dann haben die das abgebrochen. Aber letztlich abgebrochen auch, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, weil in dem Fall zumindest die deutsche Seite gesagt hat, sorry Leute, das gehört hier dazu, das müsst ihr schlucken können, wenn ihr hier mit uns Testspiele veranstalten wollt. Das ist jetzt sozusagen ein winzig kleines Beispiel. Eine andere Sache, die ich sehr viel wichtiger finde und sehr viel bedrohlicher und die, glaube ich, noch lange nicht tatsächlich realisiert worden ist, weitaus massiver und weitaus finanzstärker als Russland versucht sich China in gewisse europäische EU-Mitgliedsländer einzukaufen. Und je abhängiger bestimmte EU-Mitgliedsländer von China werden, desto weniger können sie mit denen eine gemeinsame europäische Politik in Sachen Menschenrechten oder sonst wie was veranstalten. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass die EU sich nun selbst merkt, wie verletzlich, wie fragil sie nun gerade an den vermeintlichen Rändern ist und wie sehr sich da natürlich mit der entsprechenden Finanzkraft und dem entsprechenden ökonomisch selbstbewussten Auftreten tatsächlich die ersten Keile in die Union hineintreiben lassen. Da denke ich mir, das ist der Punkt, an dem man wahrscheinlich noch momentan viel dringlicher ansetzen müsste, als jetzt sich zu überlegen, wie man als Deutschland genau China gegenübertritt. Das sollte man sich natürlich auch überlegen, aber das ist für mich momentan eigentlich das bedrohlichere Phänomen. Wir haben, glaube ich, noch Zeit für eine letzte Frage. Da unten. Entschuldigung. Ja, Schung ist mein Name. Es ist nicht eine Frage an sich, aber ich habe nur eine kurze Bemerkung. Die Moderatorin hat das Wort Informant benutzt. Und die letzte Frage hat sie über die, wie Andrea die Informationen bekommen. Das sind keine Informanten. Nein, das war nicht so gemeint. Ich habe schon Andrea erlebt. Erste Begegnung mit fremden Leuten und alles lief, ob Leute, die am Vortag zusammen getroffen hätten. Und die meisten hier im Saal sehen uns als Exoten. Die meisten hier haben an Unis in der Mensa mit afrikanischen Kommilitonen getroffen, aber zu Kontakt kam es fast nie oder kommt es nicht. Und das spiegelt sich später im Berufsleben, wenn Sie mit uns
oder hier in Deutschland oder in unsere Länder diese Art von Überlegenheit komplexe. Und Andrea widerspricht mich, bitte. Bei Andrea, sie verhält sich natürlich. Ich habe sie selbst erlebt. Sie hatte eine Fahrt von Kinshasa, wo ich selbst, ich bin in Kinshasa groß geworden, 5 Kilometer außerhalb von Kinshasa ist das Ausland. Was habe ich da verloren? Aber sie als Frau, Hellhautige, alleine, manchmal in einem Dorf war, wo keine Weiße die letzten 60 Jahre war, aber sie hat mit diesen Leuten kommuniziert. Und Andrea, wie schaffst du es, diese Vertraulichkeit ohne Übergangsphase mit Leuten zu kommunizieren? Also, jetzt muss ich den Kollegen hier mal vorstellen. Das ist Shungu, mein Freund nicht aus Kinshasa. Er lebt schon sehr, sehr lange in Berlin. Aber weil vorhin gefragt wurde, wie komme ich mit Leuten in Kontakt, wer ist vertrauenswürdig, wer nicht. Über Shungu habe ich für mein Kongo-Buch einige der wichtigsten und besten Kontakte in Kinshasa, unter anderem mit ehemaligen Gefährten von Patrice Lumumba, kennengelernt. Und danke dir für das Kompliment. Aber ich glaube, das ist auch noch mal kurz in diesem Buch erwähnt, und das ist, insofern bin ich dir sehr dankbar für diese Wortmeldung, weil das wirklich für mich auch noch mal wichtig ist, das am Schluss zu sagen. Wir weiße Journalisten reisen durch diese Gebiete immer noch mit einem, ja, wie soll man sagen, mit einem gewissen Gefühl der Unverwundbarkeit, und das ist nicht dem Umstand geschuldet, dass wir immer sagen, wir sind Journalisten, wir wollen ja nur zugucken, beobachten, sondern das ist dem Umstand geschuldet, dass wir meinen, uns wird man eher nichts tun, denn wir haben Reisepässe wichtiger Länder, wir haben eine weiße Haut, und wenn man sich mit uns anlegt, dann gibt's Ärger. Also das ist eine Form nennen wir das ruhig, internalisierten Rassismus, den wir auch immer mit uns tragen. Daran hat sich in den letzten Jahren natürlich einiges geändert, gerade im arabischen Raum. Nichtsdestotrotz, was ich sagen muss, ist, dass all die Länder, die ich bereist habe, die tatsächlich auch von uns Journalisten wiederum als die Zentren des Gefährlichen und um Gottes Willen, da wird man entführt und da passiert dieses und jenes und da ist man anti-westlich. Ich habe nie so viel Gastfreundschaft erlebt und nie so sehr das Gefühl gehabt, also gerade zum Beispiel im Kongo, sozusagen von einer Station zur nächsten weitergereicht zu werden, wie so eine chinesische Vase, aufgenommen werden von Leuten, die selbst kaum Geld, geschweige denn irgendwas zu essen haben. Und diese Erfahrung hat sich erstreckt auch auf alle Länder, die ich da besucht habe. Das reicht von Somalia, das gilt ganz besonders für den Irak. Es gab neulich mal eine globale Umfrage, ich weiß nicht mehr genau, wie die zustande gekommen ist, aber da wurde die Gastfreundschaft der Länder untereinander verglichen. Und den Spitzenplatz haben die Iraker eingenommen. Das ist etwas, was man wirklich nicht vermuten würde, wenn man die Schlagzeilen aus diesem Land sieht. Aber ich habe dieses Land jetzt, glaube ich, 8, 9 Mal bereist. Und ich kann einfach nur sagen, ja, das stimmt absolut. Und so gesehen ist ein Teil, oder ein erheblicher Teil meiner Selbstsicherheit und meiner Lust und Neugier, mich weiterhin in diesen Ländern oder in dieser Welt zu bewegen, hat schlicht und ergreifend mit der Art zu tun, wie mir die Menschen begegnet sind. Und das ist ein Geschenk. Also, ja, kann man ja so stehen. Genau, es ist das Geschenk, das man auf Reisen erhalten kann. Das war ein schönes Schlusswort, Andrea Böhm. Sie haben es vorhin schon gehört, draußen gibt es einen Büchertisch und die eine oder andere Frage können Sie dann vielleicht auch noch mit ihr selbst besprechen beim Signieren. Das Buch ist erschienen im Pantheon Verlag. Ja, vielen, vielen Dank, Barbara Walster. Vielen Dank, Andrea Böhm. Ich war schon begeistert von der Leidenschaft, mit der du geschrieben hast, Andrea. Aber heute Abend hast du mit Leidenschaft darüber erzählt. Dafür ganz herzlichen Dank, trotz Grippe. Andrea wird sich draußen mit an den Tisch setzen. Das macht es uns allen einfach. Ich weiß, meine besten Freunde haben sich alle gegenseitig das Buch schon zu Weihnachten geschenkt. Ich nehme an, sie auch. Aber durch den heutigen Abend sind wir nochmal alle ermuntert, das weiter zu teilen. Also kaufen Sie noch ein Exemplar, lassen Sie es signieren und schenken Sie es einfach weiter. Lesenswert.
wert ist es allemal. Vielen Dank für Ihr Dabeisein und lassen wir den Abend noch mal in einem Glas und einer Brezel ausklingen gerne. Ja.